Jetzt ist aber gut. Es sind auch ein paar Kabel, muss ich sagen. Ja. Stellt bald um auf Kabel los. Ja, wenn es so einfach war. Das habe ich immer so geil gefunden in den Videoclips, wenn du irgendeinen Gitarrist siehst, weißt du, der einfach nur eine Gitarre, so eine E-Gitarre in der Luft hat. So in den 70er, wo du denkst, haben die jetzt schon. Wireless. Du meinst Luftgitarre? Genau, quasi. Also, wie sieht es aus, Ton? Warte mal, gut, ja. Gut. Hat auch schon begeistert getönt, muss ich sagen. Ja, willst du irgendeinen Euphemismus? So, okay. Nein, ist gut. Und Bild auch? Ja, warte schnell, ja. Alles gut, ja. Also ich muss sagen, das Hemdli sieht vor dem Hintergrund sensationell aus. Schau mal. Mhm. Ja, das funktioniert, muss ich sagen. Da hast du Glücksgriff. Obwohl du nicht gewusst hast, dass es gefilmt wird. Glücksgriff. Also, legen wir los. Bam! Viel gut Podcast mit Benny Huckel. Willkommen. Ja, merci, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Du bist, glaube ich, auch einer von denen, der keine Ahnung hat, was ihn jetzt erwartet, oder? Null. Hast du mal voll geschaut, gelost? Nur deine Instagram-Teaser. Die sind meistens ohne Bild und ohne Ton, sind nur Bilder. Ja. Gut, wir schwätzen einfach über was auch immer. Und als allererst frage ich einfach mal, wie es dir geht. Gut, merci, mir geht es tipptopp. Also ich bin gesund, meine Familie ist gesund und habe jetzt eigentlich auch die Pandemiezeit können nutzen, um mich beruflich nochmal weiterzuentwickeln und von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja, du bist einer von denen, der im 2020 eine Firma gegründet hat. Viele haben ihre Firma nicht gegründet im 2020, aber du hast noch eine weitere Firma gegründet. Wie viele Firmen hast du jetzt eigentlich? Zwei. Nein, ja, wir haben das Athletes Network gegründet, also ein AG und ein Verein, und haben wir beides im 2020 gemacht. Also die AG mitten im Lockdown, Mitte April. Yeah. Und der Verein dann im Juni, da sind die Öffnungen schon ein bisschen da gewesen. Haben jetzt auch in der Zeit, wo eigentlich sonst mein anderes Business sehr in den Stock gekommen ist, Auftritte an Events, Keynotes, auch Sachen, die mit Fußball in Verbindung sind, also jetzt nicht mehr aktiv als Spieler, sondern halt Zuschauerbegleitung oder auch fürs Fernsehen, das ist alles ein bisschen runtergefahren worden und hat sich die Zeit gut können nutzen, um mich da anders wieder aufzustellen. Also du bist auch einer von denen, wenn du Mitte April die Firma gegründet hast, hast du dann... Also 2020. Genau. Hast du dann vor dem Lockdown entschieden, dass du das machen wirst, oder hast du den Lockdown genutzt, um es zu machen? Nein, wir haben schon vorher entschieden, vor dem Lockdown, dass wir das machen werden. Es ist dann einfach noch ein Zeitreif gewesen, und es war auch so gewesen, dass wir sonst auch keine Termine hatten, wo wir jetzt gerade den Terminkalender zu voll gewesen wären, dass wir nicht das machen können. Das war von dem her tiptop gewesen. Und gewisse Sachen sind, glaube ich, auch einfacher gewesen, weil du hast nicht irgendwie zu jeglichen Behörden müssen, sondern du hast zum Teil einfach so eine Fötzel schicken, oder? Ja, wobei eben, wir haben dann trotzdem müssen vor Ort sein, alle Gründer und so, aber also es ist nicht hinderlich gewesen. Ja, du bist für mich eins von diesen Paradebeispielen, wo aufzeigt, was man alles kann machen nach einer Fußballkarriere. Weil das ist ja, glaube ich, immer noch ein grosses Thema. Dort bist du ja auch beratend zur Seite zum Teil für so Sachen. Dass man sich immer überlegt, ich will Profisportler werden, dann machst du das. Und dann bist du, wenn du Glück hast, bist du irgendwie Mitte 30, Ende 30. Und dann hast du noch doppelt so lange bis zur Pension. Ja, das ist ein Riesenthema. Es gibt extrem viele Karrierepläne, um in den Spitzensport reinzukommen. Oder zumindest, dass als Kind oder mit den Eltern zusammen eigentlich das in Angriff zu nehmen. Yeah. Aber es gibt sehr wenig
Plan, um aus dem Spitzensport wieder rauszukommen. Und wie du richtig gesagt hast, geht eigentlich die Karriere nach der Spitzensportkarriere. Wenn man das überhaupt, wenn man überhaupt so weit kommt, geht doppelt so lang wie die Spitzensportkarriere. Und darum ist es ein riesen Thema und man handelt sich auch einem Rückstand ein, eigentlich gegenüber den Gleichaltrigen durch die Spitzensportkarriere auf dem normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsmarkt. Yeah. Und das sind, ja, das macht es ein bisschen speziell, auch um nachher wieder können, eine Anstellung finden, einen Anschluss zu finden, weil halt auch oft das, was auf dem CV steht, nicht passt auf Stellenausschreibungen. Oder? Dann steht dort irgendwie die und die Ausbildung und 15 Jahre Berufserfahrung und schon mitten im Leben und ist mit 35 halt, dann, wenn du den Spitzensport gemacht hast, nicht so. Und darum ist es eine grosse Challenge für viele. Und es ist auch so, dass man halt eigentlich die Identität muss abgeben muss. Für das, wo man eigentlich berühmt und bekannt war, für das, wo man schon als Kind sehr früh auch Anerkennung bekommen hat. Weil, wenn man im Turnen gut ist, gibt man eigentlich schon in der Klasse rein die Anerkennung. Meistens von den Mitschülern. Und darum habe ich mir so lustig geworden. Weil ja, aber jeder sucht sich dort, wo er es kann. Oder? Ja. Und wir waren sehr Turnen. Und dann eben irgendwie mit Mitte 30 muss man sich eigentlich von dem verabschieden. Oder? Und dann ist die Frage, was macht man damit? Will man eigentlich immer noch in der Vergangenheit leben? Und dann halt der ehemalige sein, immer noch, oder? Mhm. Oder sagen wir doch, ich möchte mich neu erfinden, kann man fast sagen, ja. Ja, und vor allem, wenn machst du denn der Zeit, also wenn ist der Zeitpunkt, wo du dich neu erfindest, oder? Machst du das noch während der Karriere, vorstellt, langsam irgendwie so ein bisschen die Fühler ausstrecken, ein bisschen Sachen platzieren, oder ist dann wirklich Tag X, irgendwie letzter Match gehabt, und dann ist so, scheiße, was jetzt, oder? Und ja, ist sicher sehr individuell, ja. Also jetzt im Nachhinein würde ich empfehlen, natürlich schon während der Karriere so die Fühler ausstrecken und sich auch schon mit dem auseinandersetzen. Dass der schwierig, nicht mehr. Ja, und ich habe jetzt auch schon gehört von befreundeten oder bekannten Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, dass sie gesagt haben, nein, ich wollte mich eigentlich voll auf den Sport fokussieren. Yeah. Aber eben, ich glaube, es hat doch auch noch Platz und Zeit für anders, weil man ja jemandem, der ja sonst irgendwie im Büro arbeitet, rotet man ja auch, dass er als Ausgleich vielleicht irgendetwas macht, was mit Bewegung zu tun hat, oder? Yeah. Also kann man sich eigentlich genau so von dieser Perspektive anschauen, dass man eigentlich einem Spitzensportler sagt, macht doch auch noch etwas für den Kopf während dieser Zeit, oder? Dass du ein bisschen Ausgleich hast, dass du nochmal auf andere Gedanken kommst. Weil das ist auch ein Thema. Ich habe mich natürlich in der Zeit, wo ich dann nicht wirklich aktiv trainiert habe, während meiner Karriere, hat mein Kopf immer gedreht und habe gedacht, oh, das hatte ich in diesem Spiel und dort noch besser und das. Und wenn ich dort etwas gehabt hatte, wo ich vielleicht auch eben ganz in einem anderen Umfeld gewesen war und mich mit ganz anderen Gedanken hatte, müssen auseinandersetzen, wo mir geholfen hat, auch für meine Neuorientierung, ich glaube, das hat jetzt mir persönlich sehr geholfen. Was ich faszinierend finde am Fußball ist, dass es ja so verbreitet, das ist ja der größte Sport auf der Welt, so verbreitet, so viele Menschen beinhaltet, dass gerade eben, wenn die dann alle ihre Profikarrieren aufhören, Fußballerinnen und Fußballer, dass es dann in dem Sport trotzdem gar nicht so viele Funktionen gibt, weil du hast schon auf dem Platz 22 Leute, dann hast du noch Ersatz, hast irgendwie noch Menschen, die oft irgendjemand in der Mannschaft sind, aber jetzt vielleicht nicht aufgestellt werden. Und nachher heisst es immer so, ja, vielleicht spielt man und dann, ja, vielleicht Trainer, oder? Aber Trainer ist ja, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber es ist ja ein marginaler Prozentteil. Absolut. Und wenn das dann nicht klappt, dann bist du wieder an einem anderen Punkt und dann hast du vielleicht nochmal ein paar Jahre verloren. Das ist und, so. Also du hast ja mal Wellentrainer machen, oder du hast mal gesagt, du hast gemeint, du hast Wellen. Ja, jetzt im Nachhinein wahrscheinlich. Ja, ich habe gemeint, ich, also mir ist es auch so gewesen, ich habe eigentlich mir gar nicht überlegt, dass ich etwas anderes machen könnte. Und dachte, ja, ich werde Trainer. Auch, es hat viele Leute gegeben, die auch mich so in die Rolle, in dieser Rolle gesehen haben und mich eigentlich so ermutigt oder bestärkt haben und gesagt, du wirst sicher ein guter Trainer und hast schon als Spieler gedacht wie ein Trainer und kannst noch relativ gut kommunizieren und das wird doch passen und so. Mhm. Und da habe ich mir gar nicht überlegt, ob ich etwas anderes machen kann, bis ich es ausprobiert habe und dann gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht, also mit allen Konsequenzen, die das Trainerleben auch hat,
Familienumzüge, kurze Anstellungstour im Schnitt. Ja, kürzen als Spieler. Ja, genau. Als Spieler. Ja. Genau, also als Spieler. Ja. Und habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich bis zu meiner Pensionierung machen möchte. Und wie du richtig gesagt hast, es gibt auch viel weniger Stellen. Es gibt auch viel weniger bezahlte Stellen, also wo das wirklich ein Job ist. Ich meine, jeder Breitensportverein lächzt nach guten Trainern. Ich weiss das auch als in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Co-Präsident vom FC Arlesheim. Man ist immer auf der Suche nach guten Trainern, oder? Aber das ist ja dann im Breitensport, im Hobbybereich. Aber als hauptberuflich das zu machen, da gibt es in der Schweiz nicht besonders viele Stellen, oder? Und dann die zweite Möglichkeit ist, dass man halt rund um den Fußball so in eine Managementrolle reingeht. Aber auch dort muss man sich im Prinzip das, was man auch sonst braucht, im Business aneignen und BWL-Skills etc. Oder? Das ist ein komplettes Umdenken. Das ist ein komplettes Umdenken. Oder? Da kann man vielleicht das noch mitnehmen vom Sport, dass man weiss, wie das Geschäft funktioniert, dass man Perspektiven kennt von einem Spieler, wenn man selber ein war. Yeah. Aber ansonsten alles andere muss man sich eben auch wieder erarbeiten, durch Ausbildung, durch Praktikas, durch Machen, durch Zeit. Und was glaube ich auch noch entscheidend ist, du bist Paradebeispiel für nicht so ein, aber ich habe natürlich schon 100'000 Geschichten gehört, wenn du Profifußballer wirst, vor allem in einem besseren Verein, dann musst du dich ja wirklich um nichts mehr kümmern. Ja, das ist so. Außer Training und Spielen. Das ist so. Das heißt, es werden irgendwie Rechnungen für dich gezahlt und es wird irgendwie alles gelöst. Du hast noch nie mehr eine Wohnung suchen, du hast dich noch nie mehr bewerben etc. Also Sachen, weißt, wo mich schon gestresst haben, wo ich irgendwie mal allein ausgezogen bin und dann bist du wirklich mal so vor dem leeren Kühlschrank und schon nur das, sagst du so, oh shit, ich muss vielleicht mal den Kühlschrank füllen. Dann tust du gleich mal allein einkaufen. Das ist ja so etwas, das tust du einfach so im Leben Stück für Stück aneignen. Und andere, wenn dann eben die Profikarriere aufhört, die müssen sogar dort anfangen. Ja, schlimm. Nein, wirklich, also ich finde es ganz schlimm. Yeah. Und es ist wirklich so, dass du in den letzten Jahren dass gewisse bis zum Exzess getrieben haben oder sich haben treiben lassen, Spieler oder eben auch Verein oder das Umfeld, das gemacht hat und so. Und das ist, es gibt sogar Agenturen, das weiss ich, in Deutschland, wo für Bundesligaspieler Ferien buchen. Ja, wie man das heutzutage nicht selber machen kann, oder? Ein Hotel und einen Flug buchen oder irgendeine Wohnung oder irgendeine, Also das ist schon ein bisschen krank auch. Yeah. Und jetzt kann man immer sagen, gibt es eine Schuldige für das? Ja oder nein? Ich will es nicht werten, ich kann nur von mir persönlich sagen, mir ist das immer zu weit gewesen. Ich habe immer noch irgendwie gewisse Zügel in der Hand haben. Yeah. Mir hat es viel mehr gestresst, dass ich eben nicht Herr von meinem eigenen Terminplan bin. Oder? Dass ich eigentlich immer fremdgesteuert bin und einfach, das heisst, du musst einfach dann dort sein. Mhm. Oder? Und manchmal auch sehr unplanbar, also irgendwie wir haben immer so einen Wochenplan, haben wir bekommen. Yeah. Den Wochenplan haben wir am Freitag bekommen für die nächste Woche. Natürlich den Spielplan hast du dir aus dem Internet können absuchen, aber die Anspielzeiten sind dann manchmal gleich noch nicht ganz weit voraus gewesen. Also ich bringe immer das Beispiel, ich habe die Hochzeit von meinen zwei besten Kumpels verpasst. Mhm. Und nicht, weil sie mir es nicht ein Jahr vorher gesagt haben, sondern weil ich einfach nicht da gehen konnte. Yeah. Oder weil ich gesagt habe, du kannst mir das jetzt schon sagen, aber wenn ich dann ein Match oder irgendetwas habe, dann komme ich nicht. Mhm. Also du kannst nichts planen, nichts. Und es ist einfach so, ich will nicht klagen, gell? Es hat eine schöne Seite, aber das muss man sich einfach auch bewusst sein. Einfach das Umfeld ist manchmal schwierig, vor allem wenn man nachher selber eine Familie hat, oder? Weil eigentlich die ganze Familie, meine Frau, hat immer rundum alles müssen planen, weil es haben wir noch hätte können sein, dass ich eigentlich am nächsten Tag am Nachmittag Training habe, aber dann hat es geheißen, nein, du hast jetzt morgen und am Nachmittag Training. Yeah. Und am Morgen hat sie vielleicht für sich etwas einplanen können und ich habe auf die Kinder geschaut und alles abgesagt, weil ich musste ins Training. Also, das ist einfach, und das ist einfach so, das ist einfach das Leben und es gibt dann auch Spieler, die sich in das reinbegeben und eben das toll finden, dass ihnen alles abgenommen wird und dann eben noch, wenn sie aus dem Umfeld rauskommen, aus dieser Bubble, es ist wirklich eine Bubble, haben sie eben Stress mit, okay, ich muss eine Rechnung zahlen, Wohnung, Miete wieder abgeben, etc., alles Mögliche. Und das ist eine schlechte Entwicklung im Fußball, definitiv. Du bist wahrscheinlich auch ein bisschen
also nicht Control Freak vielleicht, aber eben, wenn du sagst, du hast deine Zügel selber noch ein bisschen Welle in der Hand haben, das kann ich auch bei mir nachvollziehen. Was mich an meinem Terminplan zum Teil kann stressen, ist, dass ich weiss, ich habe im März so und so 22, nein, jetzt sind wir schon im 21. Ja. Also im März 23, weiß ich schon, habe ich einen obensicheren Termin und dann dem oben nochmal einen Termin. Und das stresst dich? Zum Teil schon ein bisschen, weil du kannst ja dann eben nichts Spontanes machen. Was ich aber bei euch spannend finde, wenn du sagst, du hast eine Woche vorher einen Wochenplan gekriegt, ist die kurzfristige Planung, die ist bei mir natürlich trotzdem möglich. Ich weiß, ich habe den Auftritt, und dann. Aber dann dazwischen bist du ja kann ich irgendwas planen. Ja. Ja. Und dort ist dann aber gesehen, wenn jemand mich zu einer Hochzeit einladet, habe ich zum Teil schon eineinhalb Jahre vorher können sagen, es tut mir leid, ich kann den nicht. Ja, das ist andere. Ja. Aber, ja, das ist andere. Ja. Und ich finde aber die Kurzfristigkeit, eben, die muss man sich wie reinbegeben oder so ein Stress sein. Ja, aber es ist natürlich ist lustig, das ist ein gutes Stichwort, oder? Ich weiss auch jetzt, wenn uns Leute werden zuhören, wenn sie sagen, ja, das ist halt der Preis, den wir zahlen. Ja, ja. Hast du viel Stutz verdient? Was ist ja mit dir? Das ist halt der Preis, oder? Und das kann man sagen. Yeah. Man kann die Meinung haben. Aber man muss immer wieder auch sehen, alle jungen Menschen, Mädchen und Buben, die den Traum haben, Fußballerin oder Fußballer zu werden, die denken nicht an das. Yeah. Sondern die stellen sich vor, wie sie in einem Stadion ein Goal schießen und alle jubeln. Mhm. Oder wie sie denken an das Spiel. Mhm. Und alle diese Begleiterscheinungen, auch wie in der Öffentlichkeit stehen, oder, das ist. Ja, an das ist nicht das. Also, ich kann von mir reden, das habe ich nie gesucht. Yeah. Oder, das ist nicht meine Motivation und auch nicht mein Treiber. Das ist einfach leider auch noch mit in diesem Pack drin gewesen, aber ich habe es nicht immer gebraucht. Das glaube ich sofort. Und ich glaube, das wird sicher zu wenig wahrgenommen und wahrscheinlich auch viel zu wenig kommuniziert, was eben alles mit sich kommt. Weil ich denke so oft, natürlich ist Shooter. Ja, auch bei dir ja auch. Ja, bei deinem Job ja auch. Natürlich die Leute sehen nur die Auftritte, wo es funktioniert. Aber alles rundherum sehen sie ja nicht. Genau, und darum ist zum Beispiel Divertimento-Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo das SRF gemacht hat, die ist sensationell gesehen. Und von dort sind dann auf einmal Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass die zum Teil auch Stress haben und Zweifel und solche Sachen, weil es eben nicht nur ist, du machst den Blödeli auf der Bühne, oder? Aber auch beim Fußball denke ich so, natürlich macht Shooten Spass, aber macht es Spass, wenn es dann wirklich auf einmal dein Beruf ist und dann vielleicht hast du mal eine Saison, wo es nicht so läuft und auch der ganz psychologische Aspekt wird immer ausgelassen. Also man redet nie darüber, wie es für jemanden muss sein, wenn pfiffen wird, wenn man irgendwie angeschrauben wird und all das Zeug, oder? Das wird komplett ausblendet. Sonst ist eigentlich so, man muss wie eine Maschine funktionieren. Ja. Und was ich immer schlimm finde, und das ist etwas, was mich bei allen Leuten, die ein bisschen in der Öffentlichkeit sind, stört, dass es andere Leute gibt, die nicht da drin sind und sagen, ja, du hast das selber ausgesucht. Ja. Und das suggeriert dann aus ihrer Sicht, dass man dann die beleidigen darf, weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, logisch. Oder? Dann musst du damit rechnen. Ja, dann musst du damit rechnen, dass wieso? Yeah. Also das haben wir noch nie über schlüssig können erklären. Also, weißt du, und das ist das, mit dem habe ich sehr gestruggelt und ich verstand es bis heute nicht. Schlussendlich, aber ich kann jetzt mit umgehen. Ich stand auch nicht mehr so direkt als Spieler wird man schon sehr oft auch angefeindet, oder? Ja. Yeah. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man einfach spürt, dass es jetzt wirklich da Menschen gibt, die wünschen einem jetzt ganz schlimme Sachen. Mhm. Ja, und das ist cool. Jetzt ja Premier League Spiele haben jetzt gerade wegen Hass im Netz haben sie irgendwie 4 Tage auf Social Media verzichtet, um da auch ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, das tut sich jetzt, früher ist es noch viel unmittelbarer gewesen, aber jetzt durch die sozialen Medien ist es natürlich auch so, dass wir jetzt eigentlich müssen auch als Gesellschaft Regeln erstellen, wie wir auch im Netz miteinander umgehen wollen, oder? Wie wir auch im Netz miteinander diskutieren wollen und dass man kann argumentieren und etwas nicht toll finden, aber dass man, dass Beleidigungen eigentlich nicht gehen. Und das habe ich
habe ich schon ganz früh erleben am eigenen Leibe. Also das Stahlbad habe ich hinter mir. Und das sehe ich einfach immer wieder bei Leuten, die nachher nie in der Öffentlichkeit gesehen sind und dann aus irgendeinem Grund in die Öffentlichkeit kommen, dann sind sie ganz erschrocken und plötzlich merken sie so ein bisschen, was dort eben auch noch so passiert und sind so, oh, und das hat jetzt mir nicht vorgestellt und oh ja, das, weißt du so, hast du vielleicht auch schon mal erlebt? Ja, es ist dann... Menschen, sie glauben, also man suggeriert halt auf ein anderes Leben oft nur das Schöne. Genau. Und das, was noch dahinter steckt und die Schattenseite, das tut man eigentlich immer ausblenden. Aber Zweifel hat, der erfolgreichste Mensch von der Welt hat auch Zweifel. Ich habe schon Diskussionen gehabt mit eben was man dann auch bewusst in der Öffentlichkeit dreht und was nicht. Oder? Und das dann zum Teil die Frage ist, aber wieso hast du das in der Öffentlichkeit gedreht? Das ist ja viel zu privat. Weil ich natürlich auf der Bühne, das ist auch ein öffentlicher Ort in dem Moment, irgendwelche Geschichten erzähle, die vor allem früher vielleicht noch eher intim gesehen sind. Und ich sage, aber es betrifft niemals außer mir in dem Moment. Und das ist ein Bruchteil von mir und meinem Wesen von mir aus. Persönlichkeit. Genau, wo ich jetzt rausbringe. Das ändert aber nichts, es weiss niemand, wo ich wohne, es weiss niemand, ob ich in einer Beziehung bin, es weiss niemand, und so weiter und so fort. Oder? Und bei anderen Sachen ist dann so gesehen, aber das könntest du doch jetzt einfach mal sagen, oder? Mhm. Und wenn man dann auf einmal sieht, was das alles mit sich bringt, dann ist es so, vielleicht lassen wir es doch lieber. Ja. Und das ist genau das mit dem, wenn man dann mal ein bisschen dahinter sieht, sozusagen. Vor allem, weil die Öffentlichkeit, wie wir sie jetzt nennen, habe ich das Gefühl, durch Social Media noch viel öffentlicher ist. Also, weißt du ja wahrscheinlich besser als jeder, früher noch, vielleicht hat mal jemand eine Kamera gehabt. Es ist dumm gelaufen, dann hast du irgendwie müssen sagen, mach die Kamera weg oder so, wenn du jetzt irgendwie in einem Club gewesen bist. Jetzt haben alle ein Foto-Handy und irgendwie, was hast du mal gesehen? Seitdem kann man nicht mehr in den Ausgang gehen als Fußballspieler. Ja, der Wayne Rooney hat mal vor einem Match ein Bier getrunken und ich glaube ein halbes Jahr wegen dem ist er angefindet worden. Ich so dachte, jo, also come on. Ja, also wenn es noch eins war, null Problem vor einem Match. Wenn es mehrere sind, nicht die beste Matchvorbereitung. Nein, das ist definitiv so. Wobei eben auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Chance. Du kannst eigentlich mit deinem eigenen Handy oder mit deinem Gerät kannst du eigentlich dein eigenes Fernsehen machen und dich auch unmittelbar kommunizieren. Ja. Das war früher nicht möglich gewesen. Und das hätte ich zum Beispiel oft cool gefunden, wenn ich das könnte. Also weißt du, wenn irgendwie in der Zeitung irgendein Müll gestanden ist oder so, hätte ich mir gerne gesagt, schau, okay, ich habe es gelesen und das ist jetzt meine Meinung zu dem. Ja. Yeah. Oder? Yeah. Und die, früher hat man halt noch immer eigentlich ein Medium gebraucht, wo über einem kommuniziert. Und jetzt kann man es selber machen, das ist auch ein Vorteil. Hast du eine gute Connection haben mit irgendeinem Sportjournalistin oder Sportjournalist, wo dann hast du sagen, hey, ich sag dir den. Infos geben. Genau. Ich gebe dir Infos oder dann halt bis um einen klassischen Matchtag. Aber dort solltest du dann eigentlich auch nicht die Meinung noch. Aber weißt du, zum Beispiel, als ich in Frankfurt gespielt habe, hat immer Bildzeitung, macht immer Noten von allen Spielern, oder? Yeah. Da haben wir irgendwie verloren und in Deutschland sind die Noten umgekehrt, oder? Und irgendwie alle haben Noten 4 und 5 gehabt, also weißt du, richtig schlecht, oder? Und einer hat Noten 2 gehabt. Yeah. Er kämpfte vorbildlich. Dann ist das im ersten Spiel passiert, dann ist mir das wieder aufgefallen. Und dann habe ich mal das ein paar Mal erzählt und so. Und dann habe ich gesagt, der schnurrt halt immer mit dem Bildreport und schiebt dann wahrscheinlich Informationen an. Der hat immer die bessere Note gehabt. Und dann ich so, aha, so funktioniert das. Ja, und dann ist auch, was machst du damit? Oder? Das ist jetzt für mich auch so etwas gewesen. Ich hätte die Grenze nie überschritten, dass ich dann das auch machen würde. Yeah. Zum besser dastehen, weil das ist für mich so, als Mannschaftssportler, hätte ich das extrem schäbig gefunden, wenn ich da meine Mitspieler hintergangen hätte. Es ist ein reines Ego-Streicheln. Weil, absolut. Weil die Ziel sollte ja sein, effektiv gut auf dem Platz zu sein, oder? Ja, als Fußballspieler sollte das Ziel sein, das Spiel zu gewinnen und nicht selber gut dastehen. Ja, das ist... Im besten Fall beides. Genau, das ist dann noch etwas anderes, was ich an dem spannend finde. Nur schnell ein Kollege von mir hat mal gesagt, Sportjournalisten sind eigentlich Fans mit einem Mikrofon. Wenn ich jetzt den höre mit der Bildzeitung und einer guten Note. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da soll auf das Glatteis von diesem Thema rauslassen. Ich weiß es nicht so recht. Es ist mir immer, also das habe ich natürlich... Der Sportjournalist hat mir gesagt, und er hat selber gespielt und ich finde das heute immer noch,
dass zum Beispiel gerade die, die sehr viel über Fußball schwätzen, vielleicht auch gut würden, wenn sie sich mal würden mit der Trainerausbildung auseinandersetzen. Ja. Also weißt du, dass sie ein bisschen würden, ja, über die Theorie von dem Sport, wie der gelehrt wird, wenn man das möchte lernen als Trainer, oder sich mit dem auseinandersetzen, würde es ihnen vielleicht einen anderen Blick geben aufs Spiel. Ja. Also, und in anderen Bereichen, oder Kultur weiß ich das nicht genau, aber zum Beispiel Wirtschaft sind das oft, Wirtschaftsjournalisten sind oft, die haben oft Wirtschaft studiert. Ja. Also weißt du, das sind dann irgendwie Gespräche wie auf Augenhöhe, oder? Und das, man kann es im Sport nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass das vielleicht gewissen wird auch gut tun, wenn sie da auch mehr würde, vielleicht aus dem Aktivsport selber kommen oder sich eben so vielleicht über so eine Schiene auch mehr theoretisches Wissen aneignen. Ja. Ja, Kultur ist natürlich schon anders, weil Kultur eigentlich nur auf Meinung basiert. Also weißt du, natürlich kannst du vielleicht eine Produktionsqualität kannst du vielleicht noch beurteilen, oder? Oder kannst du sagen, doch, Das ist ein gutes Thema. Ja, das ist jetzt gut produziert worden, aber alles andere ist reine Meinung, oder? Und im Sport kommt die Meinung rein, aber wir haben das privat mal besprochen, wo ich gesagt habe, es kann natürlich im Kulturbereich, es kann Top-Musiker geben, es kann Top-Comedians und so weiter und so fort geben, wo immer im Untergrund für ein paar Leute werden spielen. Die werden nie entdeckt. Und du hast gesagt, im Spitzensport ist das fast nicht möglich. Wenn jemand Leistungen erzielt und erbringt, wird die Person irgendwann weitergebracht. Und dort, an das denke ich mega oft, weil ich dort den grossen Unterschied sehe, wie Leistung definierbar ist im Sport und in Kunst und Kultur nicht wirklich, sondern eben rein auf Meinung basiert. Aber ja, löst etwas aus. Ich habe natürlich mich mit Comedy mit so Sachen beschäftigt, wo sie dann zum Beispiel, irgendjemand hat mal behauptet, eine Formel herausgefunden, zum errechnen, wie erfolgreich man ist. Und zwar zählt man irgendwie, wie lang die Lacher sind pro Minute. Nicht nur wie viel lachen, sondern wie lange lachen die Leute. Und das tust du dann auf die Minute rausrechnen. Und wenn es zwischen so und so und so und so viele Sekunden ist, dann hast du das Zeug zu einem, in dem Fall Headliner, also quasi der Oberste auf dem Plakat und so weiter und so fort. Also das ist einfach so ein absoluter Bullshit. Aber eben, das wäre so eine Prognose für die Zukunft. Also wenn du irgendwie Nachwuchs-Comedians gehst, schauen und dann das würdest du so messen und aufgrund von dem willst du eine Prognose machen. Aber jetzt kommt ja der Punkt. Jetzt kann ich einen Nachwuchs-Comedian schauen. Jetzt kann er natürlich 5 gestohlene Witz bringen. Das heisst, er hat seine Lacher fix drin. Aber sonst merke ich nichts bei dem. Und dann kann ich jemand anderes sehen, der zwar 0 Lacher hat, aber du hast das Gefühl, boah, da ist irgendetwas. Aus dem kann man noch irgendetwas machen mit der Zeit. Muss noch ein bisschen ein Gespür dafür kriegen. Oder? Und darum, da bin ich voll der Sportler. Nein, ehrlich, ich habe das nie verstanden. Oder? Wie du weißt, habe ich mal in einer Band gespielt. Oder? Und dort habe ich auch immer, dann gehst du als hast du sicher auch schon gesehen, weißt, wenn man so eine Band spielt, dann geht man auch andere Bands schauen. Ja. Yeah. Aber dann geht man nicht in der ersten Reihe und findet es geil, sondern mit hinten, so weißt, beim Mischpult, weil dort ist die beste Tonqualität und steht dann so da und hat so einen kritisch, leicht neidischen Blick auf das, was dort vorne passiert. Ja. Yeah. Oder? Und dann hat es immer, weißt du, irgendwie eine Band, wo die Leute überhaupt nicht abgegangen sind. Die Leute sind einfach dort gestanden. Mhm. Irgendein sagt dann, aber hey, schau mal, der Gitarrist, der ist mega, was der spielt. Hörst du das? Mhm. Mega. Und ich bin so dort gestanden, ich kann nie etwas mit dem anfangen. Also weißt du, ich, das hat nichts damit zu tun, dass das nicht stimmt, was der sagt, sondern ich kann das nicht beurteilen. Yeah. Und weil ich es nicht kann beurteilen, ist meine Beurteilung immer gewesen, gefällt es denen für die, was es sein sollte. Mhm. Also, gehen die Leute ab oder nicht? Yeah. Das war meine Währung, oder? Und das finde ich noch lustig, weil in der Kultur wird dann oft eben so auf jemanden, auch teilweise, habe ich manchmal fast das Gefühl, etwas projiziert, dass der eigentlich viel zu schlecht wegkommt, weil ganz viele Leute einfach nicht checken, wie gut er ist. Yeah. Ich habe auch so Mühe mit dem. Genau, aber das meine ich nicht mal. Comedy ist eine von den wenigen, und ich rede jetzt wirklich nur von Comedy, ist eine von den ganz wenigen Disziplinen im Kulturbereich, wo effektiv mit Bühnenzeit mehr besser wird.
Also das, ist, das Training findet eben schon auf der Bühne statt. Du kannst nicht trainieren und danach hast du den effektiven Match. Ja, Fußball auch so. Sondern, du kannst den Match nicht simulieren. Genau. Ja. Und erst dann wirst du besser. Mhm. So, das heißt, jetzt kannst du bei dem ersten Auftritt natürlich noch mega quasi blendet sein vom Scheinwerferlicht und vor allem noch nicht so gut geschliffen und Witz schreiben und, ja. Und noch nicht die Performance ja. Haben. Das ist ein Prozess, der kann über Jahre gehen. Ja, das ist Arbeit, oder? Und ich glaube wirklich, dass man in den Fähigkeiten zumindest linear besser wird. Vielleicht nicht in der Ausführung, vielleicht geht man eine komische Strategie, vielleicht hat man auf einmal andere Ziele sich gesetzt, so. Aber oft grundsätzlich sollte man eigentlich immer besser werden, wenn man das öfters und länger macht. Oder? Und gerade Musik hat dann schon wieder etwas anderes dabei. Wie ist ein Song geschrieben, hat noch nichts damit zu tun, wie gut denn der Gitarrist auf der Bühne ist. Ja, also es gibt ja Bands, die schreiben mega gute Songs, aber die Stimme vom Sänger ist jetzt nicht so, dass die gerade weghält. Und so weiter. Ja. Und Comedy ist halt trotzdem eher noch eine Einzeldisziplin, wo, ja, ich natürlich auch schon Leute gesehen, wenn du jetzt das textlich würdest, auseinandernehmen würdest, würde ich sagen, das bringt jetzt gar nichts. Aber mit dieser Performance ist dann halt einfach ein Wahnsinn, oder? Mhm. Wird dann oft, das ist dann scheisse gleich. Und umgekehrt, andere, die können einfach statisch dort stehen und dann haben sie aber einfach Bombenmaterial. Das heißt, das Gesamtpackage funktioniert dann schon irgendwie, oder? Mhm. Aber ich sehe gerade bei Comedy sehe ich auch viel mehr den Faktor, die Leute, die dort sind, wie findet ihr das? Weil das ist das Entscheidende. Das ist, ja. Für die macht man es ja schlussendlich. Genau. Was haltest du denn von staatlich unterstützter Kulturförderung? Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Weil Comedy gehört ja dort nie dazu. Wieso nicht? Ist ja keine Kultur. Also, aha, was ist es denn? Keine Ahnung. Blöde Lei. Lachen ist keine Kultur. Genau. Mainstream. Das ist nicht wahr. Also, es ist wirklich sehr spannend, weil ich rede jetzt dafür sehr viele, auch stellvertretend, aber auch aus dem eigenen Business raus, wir veranstalten Shows. Ja? Und wir schauen, dass wir irgendwie in einer, ich habe kein BWL und nichts gemacht, ja, aber da halt in irgendeiner Grundrechnung, dass das aufgeht. Genau. Das heißt, dass mehr reinkommt als Ausgaben. Richtig, du holst irgendwie Sponsoren, du weißt, wir wollen unsere Künstler und Künstlerinnen fair zahlen und wenn wir 70-80% von den Tickets verkaufen, ab dann verdienen wir ein bisschen Geld und das können wir dann wieder umverteilen und das können wir in den Verein tun, weil mit dem können wir dann die nächste Show wieder planen und veranstalten. So. Und sobald du die Self-Sustainable Economy hinkriegst, gibt es eigentlich keinen Grund für... Mehr die zu unterstützen. Genau. Da stehen wir alle hart zu Berg. Und das ist so spannend gewesen, jetzt auch wegen dieser Pandemie, natürlich auch mit Kollegen geschwätzt und so, wo du denn zum ersten Mal mit eben diesen Kulturabteilungen zu tun hast, wo wortwörtlich zum Beispiel ich sehr... warte jetzt, im einen Brief ist mein Name 5-mal anders geschrieben. Und das ist auch ein schwieriger Name. Das stimmt natürlich, ja. Nein, ist ja nicht. Aber... Nein, ist nicht. Also selbst wenn du Copy-Paste machst, schaffst du es, dass also alle, die mir einen Erotikfilm geschaut haben, die kennen mich. Eben, siehst du, das ist der Unterschied. Das ist Bacher. Das ist eben nicht Becher, sondern Bacher. Aha, sorry. Schau jetzt. Und... Siehst du, ich habe nicht gut geschaut. Ja, eben. und der Comedian mit I... Ah. Und bei jemand anderem ist tatsächlich mal als Antwort gekommen, aber es kann ja nicht sein, dass, wo du die Eingabe gemacht hast für den Schadenersatz, ja. Oder? Hat jemand gesagt, aber es kann ja nicht sein, dass Comedy so viel kostet. Also, doch, eben schon, weil wir fucking 5'000 Franken für Werbung ausgeben, damit dann die Bude auch voll ist. Ja, weißt? Ich sehe das natürlich auch, weißt du, Privattheater, die nicht subventioniert werden. Weil ja, sie haben es angekriegt, dass tatsächlich immer Leute kommen und das von allein funktioniert. Das ist total ungerecht. Das ist doppelt ungerecht. Ist natürlich wirklich immer ein sehr heikles Thema für mich, wo ich dann so finde, komisch, weil das wird unterstützt, für das dann, ich erfinde jetzt, aber für das jetzt wirklich einfach 12 Menschen es gehen schauen, oder? Das kannst du vielleicht einmal machen, aber wenn du es 5-mal machst, sehe ich nicht mehr ganz. Die Berechtigung, warum das denn unterstützt wird. Ja, ich sehe überhaupt nicht.
Also ja, es ist zum Teil noch schwierig. Ja. Und der Sport an sich ist ja auch von dem her. Und ich hätte eine gewisse Unterstützung, aber einerseits ist in der Schweiz halt immer einer so mit Sport. Das macht man so ein bisschen zu oben und es ist so ein bisschen. Ja, das Hobby, weißt yeah. Und so, oder? Und es geht ein bisschen ins Gleiche rein. Obwohl da natürlich eine staatliche Förderung auch vorhanden ist. Also, yeah. Das ist ja nicht so. Aber eben in der Kultur habe ich mir das immer gefragt. Also, auch wenn du die grossen Staatshäuser, wie die unterstützt werden, mhm. Oder? Gegenüber anderen, wo dann. Eben, wenn man einfach messen will, wie viele Leute interessiert das, yeah. Müsste man auch die anderen mehr unterstützen, oder? Jo, also, ja. Weißt du, ich verstand es bei gewissen. Staatshäuser verstand ich es sehr, wenn ich dann eben sehe, was die effektiv auch bieten. Weil der Mensch macht auch dort keinen grossen Unterschied. Also weißt ich sage jetzt nicht wer, ja? Aber ich habe zwei Beispiele. Ich auch nicht. Nein, aber ich habe zwei Beispiele von Schweizer Artists, die im Hallenstadion auftreten sind. Ja? Und findet, das ist das geilste ever, Hallenstadion. Da wollen wir aber Vollgas geben mit Bühnenequipment, da tun wir extra noch etwas produzieren lassen, da gibt es eine geile Lichtshow, da gibt es das. Ja? Dass A am Schluss sehr wahrscheinlich sogar Geld verloren hat, obwohl 13'000 Menschen ins Hallenstadion gekommen sind. B sagt, Hallenstadion, Cash Cow Number One. Glück einfach, dass man mich halbwegs sieht, dass man mich halbwegs hört, aber ja nicht zu viel ausgeben und danach tun wir richtig schön verdienen. Mhm. Und ich glaube schon, bei so Staatstheater, wenn du dann siehst, natürlich bin jetzt recht Basel bezogen, aber hast du mal ein Ballett gesehen vom Theater Basel? Nein. Von so eine Warlock-Inszenierung? Leider nein. Arschgeil, das ist wirklich... Arschgeil. Also weißt du, das ist ein Erlebnis. Das ist hohe Kunst. Genau, das ist ein Erlebnis. Und ich sage, ja, das kostet eben so etwas. Aber wenn ich dann sehe, wie eben so nicht gerade Top-Gruppierung, sondern dann halt so ein bisschen zweite, dritte Reihe, wenn dort dann Gelder gesprochen werden, für das dann irgendwie irgendjemand sich kann verwirklichen und das kommt dann niemand zu schauen, dann wird es schwierig, ja. Ja, aber auch als anderen, oder? Es kommt dann, ich finde, man muss dann schon immer wieder berücksichtigen, wie viele Leute interessiert denn das wirklich? Mhm. Also wie viele Leute können das schauen? Gut, das hat ja effektiv auch, darum würde ich wahrscheinlich auch schauen, hat dann auch effektiv Zuschauerzahlen, wo ich so finde, ja, das muss ich auch mal schauen. Ja, aber eben. Ja. Aber es ist ja nicht bei jeder Vorstellung im Theater ist das so. Nein. Oder? Also nein, ich finde einfach, das ist einfach eine Realität, wo man ja auch muss, immer einbeziehen, weil man macht es ja nicht, es sollte ja kein Selbstzweck sein, genau. Sondern man sollte es ja für jemanden machen, der das toll findet. Und wenn es niemand toll findet, dann muss man wahrscheinlich etwas anderes machen. Richtig. Ja, ja. Und lustigerweise, Comedy ist sehr zum Selbstzweck und trotzdem finden es die Leute toll. Ja, es ist ein Win-Win, ist immer gut. Also ich habe mir sicher sehr viele Therapiestunden gespart, seit ich Stand-up mache. Ja, das ist doch gut, ja. Yeah. Also ich kenne das ja auch. Man muss ja wollen, auch, das muss man ja toll finden, von Leuten sich zu produzieren. Ja. Wenn man den Job machen will. Und darum darf sie auch Selbstzweck sein. Aber wenn du ohne staatliche Unterstützung würdest du sofort dein Programm ändern, wenn niemand kommen will. Das ist absolut. Oder? Weil du musst du musst zwei Sachen bedienen. Erst einmal deinen Selbstzweck befriedigen. Ja. Aber wenn der keine Sau interessiert, auf Deutsch gesagt, yeah. dann musst du ändern, oder? Absolut, ja. Yeah. Und das ist etwas Spannendes. Weil der Selbstzweck wird ja auch erst dann befriedigt, absolut. Wenn es die Leute toll finden. Genau, weil dann gibt es da noch keine von außen, yeah. Oder? Ja, yeah. Aber der Selbstzweck fährt schon viel früher an, nämlich dass man irgendwie seine absurden Gedanken nicht mehr festhaltet und die dann wieder reflektiert. Also weißt du, und allein das hat schon so eine therapeutische Wirkung. Fast wie Tagebuch feiern. Was machst du, wenn du beim Autofahren eine gute Idee hast? Dann gibt es eine Voice-Message. Mach eben auch. Ja. Oder sonst auch. Und dann nimmst du immer gerade etwas vor und schreibst es gerade auf oder machst eine Voice-Message. Genau. Also ich habe so ein Notizprogramm auf dem Handy, wo mittlerweile kannst du das synchronisieren mit allem. Evernote heisst das. Kenne ich. Super. Und was habe ich jetzt glaube? Mittlerweile sind es 1600, glaube ich, Notizen. Geil. Im Stand-up-Bereich. So,
Und es ist wirklich, zum Teil ist es nur ein Wort, weißt du? Es ist oft irgendwie, die alte Geschichte. Erzähl irgendjemandem, was ist kürzlich wieder gesehen? Irgendetwas habe ich meiner Freundin erzählt, sagt sie, ja, das ist eine Nummer. Und ich sage, könnte sein, noch nie so überlegt. Ja, okay. Und dann schreibe ich wirklich nur schnell auf, irgendwie als 14-Jähriger Kopf rasiert. So, weißt? Mhm. Und dann weiß ich ja, die Geschichte habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Und wenn ich sie dann wirklich auf der Bühne erzähle, dann nehme ich es auf und los dann, was funktioniert, wollte ich das überhaupt weiter auf der Bühne erzählen, ladidadida. Ich habe immer mal das Gefühl, ich muss alle die silly Sachen, wo entweder mir direkt passiert sind in meiner Fußballkarriere oder anderen Fußballern, die sie dann am Tisch uns erzählt haben, muss ich einmal sammeln. Und ich habe es immer noch nie gemacht. Oh, aber unbedingt. Unbedingt. Das ist ja... Weil das sind wirklich lustige Sachen dabei. Und vor allem nichts interessiert Leute mehr. Das finden sie das Geilste. Ja, das Problem ist, gewisse Sachen müsste ich natürlich anonymisiert. Natürlich. Natürlich. Wieder gehen. Ja, gewisse Sachen müsste ich anonymisiert. Oder warten, bis sie gestorben sind. Ja, gut, ja. Und bis dann noch erzählen, ist die andere Sache. Oder nicht schon früher noch selber gestorben bin. Ja. Nein, ich glaube, auch dort haben sie lustige Sachen drin, ja. Ja, und also, weißt, ich bin so peripher, bin ich ja mit diesem Bereich im Kontakt. Und schon nur, eben, was man ab und zu von Geschichten hört, ist natürlich sehr unterhaltsam, wirklich. Und ich glaube vor allem in deinem Fall, wenn man noch bei einem Club war, wo lange Zeit sehr erfolgreich war und noch mit der Schweizer Nationalmannschaft umgereist ist, da kommt auch einiges zusammen. Da kommt extrem viel zusammen, ja. Vor allem gerade in der Nationalmannschaft ist es lustig, wenn ich immer dann die aus den einzelnen Vereinen dann ihre Geschichten mitgebracht habe und dann da gewisse Geschichten erzählt habe. Und das ist immer extrem, da hat es wirklich grosse Lacher gegeben. Ja. Also das ist, und auch Leute, die man plötzlich denkt, dann, also wo plötzlich Geschichten haben erzählen, wo man gar nicht denkt, dass der gut Geschichten erzählen kann. Also, das war auch noch speziell. Ja. Da haben wir viel gelacht. Und eben, das ist, ich sage immer, Fußball oder Spitzensport, das sind auch Querschnitt durch Gesellschaft. Mhm. Weißt, da hat es Schlaue dabei, da hat es Dumme dabei, da hat es alles dabei. Oder? Und da passieren einfach wirklich durch das auch lustige Sachen oder auch Missverständnisse oder Trainer, die Ansprüche machen und dann fragen irgendwie, also, ja, also ein Beispiel darf ich doch gerne erzählen. Oder? Ist einer gewesen, mit dem habe ich in Frankfurt zusammengespielt. Der hat dann erzählt von einer Krisensitzung, die sie hatten, nach einem Match. Weißt du, irgendwie ein schlechtes Spiel gewesen, und nachher hat es eine richtige Kropflehre gegeben und auch mit Beschuldigungen und so. Und dann hat das der Trainer irgendwie müssen moderieren, weil die Mannschaft fast aufeinander los sei und so. Und irgendwann haben wir dann nach einer Stunde haben wir das wieder können, so ein bisschen beinlen und so. Und dann. Hat er so gesagt, ja, ist jetzt alles gesagt oder möchte jetzt jemand noch etwas sagen? Und dann hat einer aufgeschreckt und gesagt, ja, ihn stört es, dass wenn jemand aufs WC geht, dass dann immer Spuren im WC rein. Das ist die große Frage. Vorher ist es um Sportliche ins Theater gegangen, oder? Weißt du, irgendwie, ja, der verteidigt nicht gut und wieso verlieren wir immer, oder? Und dann ist nachher und gesagt, ja, im WC sind immer Spuren im WC. Weißt du, so Sachen, oder? Und wenn dir das jemand so erzählt, dann... Wenn schon, dann schon. Ja, oder dann denkst du, okay, jetzt ist meine Chance, jetzt bringe ich das auf den Tisch. Ja. Es ist, glaube ich, sogar mehr noch als ein Querschnitt durch die Gesellschaft, durch Fußball, weil eben in einer Mannschaft ja auch noch verschiedene Kulturen zusammenkommen. Ja. Und also zum Teil... auch sehr lustige Sachen erlebt. Genau, zum Teil Menschen, also die, es gibt keinen Grund für die, an dem Ort auf der Welt sein, wenn sie nicht Fußball würden spielen. Das ist so. Ja. Weißt? Und das tut sich ja dann auch nochmal vermischen. Also ich finde es ein wahnsinnig faszinierender Sport, wo das alles so zusammenbringt. Weil es so ein grosser Mannschaftssport ist. Ja, genau. Aber du hast natürlich, ich habe mit Afrikanern gespielt, mit Südamerikanern, mit einem Süd- und einem Nordkoreaner gleichzeitig in der Mannschaft. Die Nordkoreaner, die haben nicht dürfen, in der Öffentlichkeit nicht dürfen zusammen schwänzen. Das ist die gleiche Sprache. Aber die haben nicht zusammen schwätzen. In der Kabine haben sie immer zusammen geschwätzt. Außerhalb haben sie nie zusammen geschwätzt. Weil um den Trainingsplatz ist auch immer so ein nordkoreanischer anderer Mensch rumgelaufen. Nein. Also, no shit. Beobachter, ich weiß es nicht.
Und da ist immer, wir haben da immer gesehen, da ist immer so rumgelaufen und so. Also, Scheiße. Ja, da erlebt man schon spezielle Sachen. Geil ist auch, wenn irgendwie, das passiert jetzt zum Beispiel gerade in der Formel 1 wieder, weißt du, wenn irgendjemand aus Japan gerade erfolgreich ist, oder schon nur eben den Sprung nebeneinander anschafft, dann hast du irgendwie 12 Kameras konstant. Ja. Die Presse ist immer rum. Oder? Ja. Und bei euch ist zum Beispiel auch gesehen, weiss ich noch, wo die Ägypter gekommen sind. Ist ja, genau. Ja. Presseauflauf bis zum geht nicht mehr, weil Ägypter in Europa spielt. Oder? Mhm. Wahnsinn. Absolut. Das ist so crazy. Ja, das ist schon so. Also das ist auch bei Japanern ist auch erlaubt. Und ja, das ist schön auch im Fußball, dass es natürlich ein weltumspannender Sport ist. Oder? Und dass eigentlich die Regeln relativ simpel sind. Das Runde muss ins Eckige, dass es auf dem Feld stattfindet. Ja. Also es braucht nicht viel Equipment, außer Platz, Goal und Ball. Oder? Und durch das ist wahrscheinlich der Sport auch so erfolgreich geworden, wie er ist. Plus eben an etwas dran kicken, das machen schon bei. Also sobald Kinder verlaufen, probieren sie das eigentlich aus. Oder? Und durch das kann jeder sagen, ich habe irgendwann schon mal an den Ball kickt. Definitiv, definitiv. Man hat vorhin vom psychologischen Aspekt gehabt, bei dem Sport per se, vor allem wenn es so ein grosser Mannschaftssport ist, wird ja gern, eben, wie zum Beispiel, es wird ja dann trotzdem benotet, es sind zwar 11 Spieler und mit einem Auswechsel und so hast du dann zum Teil 14 während dem Match. Zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden. Ja, genau. Und am Schluss geht es ja darum, hat die Mannschaft gewonnen, hast du gesagt, oder? Es gibt die, die aber auch einfach wann geil spielen. Und was ich wahnsinnig spannend finde, ist der psychologische Aspekt, wo oft vergessen geworden wird. Einerseits, wie ist die Mannschaft aufgestellt, aber wie funktionierst du als einzelnes Glied in diesen 11 Menschen? Und du kannst dich irgendwie vielleicht motivieren und hörst irgendwie Musik vor Ort und so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, geht der erste Pass, kommt nicht an. Und dann kann das alles zusammenfallen. Und das dann, passiert dir ja auch nicht, wenn du die erste Pointe verhaust. Eben, aber das ist, weil du wieder dem psychologisch richtig eingestellt bist. Ich habe schon Menschen gesehen, die, wenn sie die erste Pointe verhauen, zusammenfallen. Habe ich schon gesehen. Und das wird es im Fußball sicher auch geben. Ja. Aber ja, dann sind sie, also eben jetzt in deinem Bereich nehme ich an, entweder haben sie das können überwinden und haben dann ihre Karriere weitergeführt. Richtig. Oder sie sind an dem zerbrochen. Genau. Oder haben gesagt, irgendwie das ist doch nicht das, was ich will und ich mache etwas anderes. Das ist im Fußball im Prinzip gleich. Also die dann das, also eben, dass das mal passiert, das ist im Bereich vom Möglichen, aber was man dann daraus macht, ist der entscheidende Punkt. Ja. Also ob man dann dem extrem viel Gewicht gibt, der ersten verpassten oder die ersten zwei verpassten Aktionen, ob man sagt, okay, das ist abgehakt, ich kann nur die nächste Aktion beeinflussen und nicht die letzte. Und ja, das hat schon, also das Mindset ist sicher entscheidend, wie man das angeht und bei uns sind so Mentaltrainer und so noch nicht so en vogue gewesen. Es hat dann erst so angefangen, als ich eigentlich meine Karriere beendet habe. Ein bisschen vorher hat es schon angefangen. Und ich glaube schon, dass es das extrem wichtig ist, dass man sich auch so Sachen tut, vorausdenken. Yeah. Ich hatte das für mich, ich hatte meine eigene Strategie gehabt und gewisse haben mir sehr geholfen, bei gewissen hat ich auch Hilfe gebraucht. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, wenn ich den Ball annehme und dann den weiterspiele. Also ich habe mir das visualisiert. Yeah. Ich habe mir vorgestellt, okay, ich nehme ihn so an und nachher, wenn ich irgendein Video gesehen habe, dann habe ich es nochmal durchgedacht, wie ich es besser machen konnte. Das ist so bildlich, habe ich mir das vorgestellt. Yeah. Dann zum Beispiel von Penalty-Schieß, das ist die höchste Drucksituation so im Fußball. Da habe ich mir immer, einerseits haben wir vorgenommen, wie ich schiessen will, haben wir es auch vorgestellt. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich jubelnd abdrehe und zu meinen Kollegen renne. Und zu meiner Angstberuhigung habe ich immer gedacht, es haben schon viel bessere Fußballer verschossen als ich. Und es ist nur ein Spiel, habe ich so ein bisschen versucht, mich so ein bisschen Arbeit zu kriegen. Oder? Und da hat dann jeder so seine eigenen Strategien. Aber ich finde auch, da wird teilweise noch zu wenig Wert drauf gelegt, das auch teilweise im Kollektiv zu besprechen. Wie so unter einem Fußballmannschaft sind alles junge Männer, voller Testosteron. Weißt, da will man sich nicht so blöse gegenüber einem Mannschaftskollegen und so. Erst wenn man ein bisschen älter ist, kann man vielleicht auch über das reden. Und ich glaube, dort ist sicher noch viel Potenzial, um insgesamt die Team-Performance zu verbessern. Ja, weil man sieht es ja bei anderen Sportarten und dort wird es den Leuten auch bewusster. Nämlich Tennis ist klar Einzelsport, oder?
Und so klar erkennbar, schaust du in den Federmatch und danach, oh, jetzt hat er gerade ein bisschen schwierige Phase. Und dann, jetzt läuft es wieder. Wenn ich mir das eine Ass mal durchkomme, ab dann läuft es wieder. Und, das sind, und dort ist halt eine Person auf sich und darum merken es die Leute auch extrem. Mhm. Vor allem, wenn du mal live gehst, schauen, mhm. mal einen Benchage-Match schauen, wo mhm. du richtig gemerkt hast, wie die Psychologie jetzt gerade alles verdreht. Mhm. Weil irgendwie ein bisschen genervt gesehen, aber irgendwie irgendjemand, der Lärm gemacht hat und so. Und auf einmal ist es nicht mehr gelaufen. Weißt? Und bei so einem Mannschaftssport, wo so viele Menschen sind, wird dann einfach gerne mal gesagt, ja, die haben scheiße gespielt oder heute haben sie geil gespielt. Mm. Aber dass eben jeder Einzelne schon mal für sich das muss, irgendwie, keine Ahnung, eben visualisieren, wie hat man den Ball angenommen, wie hat man ihn weitergegeben, wie funktioniert das überhaupt, alles zusammen. Habe ich spannend gefunden beim Dings. Du hast die auch geschaut, also zumindest hast du einen Post darüber gemacht. Die Jordan-Doku. Großer Fan. The Last Dance. Ja, yeah, The Last Dance. Ist ja unglaublich, wie er vermeintlich nicht so gute Spieler auch besser gemacht hat, weil er einfach das von denen erwartet hat. Und eben entweder bist du mitgegangen oder du hast können gehen. Aber du hast schon auch gespürt, wie er das nicht immer toll gefunden hat. Er sagt, ich habe sie nicht mehr angepusht, wo sie nicht haben wollen angehen. Ja. Yeah. Und du merkst auch bei seinen Mannschaftskollegen, dass er manchmal über eine Grenze aus ist, wo man Mühe hat. Oder? Und, yeah. und ich möchte mich nie mit Michael Jordan vergleichen, aber das ist, nein, nie, wirklich nicht. Aber das war auch meine Stärke in diesem Sport. Yeah. Dass ich nicht das Spiel selber entscheiden wie Jordan. Oder? Er hat es auch selber entscheiden, hat aber auch gespürt, dass er Mitspieler braucht. Ich bin nicht so gut, dass ich da irgendein Spiel auf diesem Niveau hat selber entscheiden konnte. Aber du hast auch andere Position, kannst du das machen? Ja, schon, aber ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Aber okay. Ich habe die Jungs absolut gepusht, ich bin ein Pain gewesen. Mhm. Also weißt du, wenn wir 3-0 vorne gewesen sind in der zweitletzten Minute und ist in den Zweikampf nicht mit voller Entschlossenheit rein, habe ich den zusammengeschissen. Mhm. Und zwar Vollgas, weil ich immer gedacht habe, also für mich ist das, ich habe gesagt, wir können nicht nachlassen. Wenn wir jetzt ein bisschen nachlassen, dann geben wir dem Gegner die Chance, dass er vielleicht wieder uns besiegen kann. Mhm. Und darum können wir, das ist nicht diskutiert, also das ist nicht verhandelbar. Yeah. Und das ist das, was im Mannschaftssport extrem wichtig ist und es braucht auch immer Spieler. Oder, du hast richtig gesagt, es fängt zuerst bei sich selber an. Zuerst musst du mit dir selber klar sein, dass deine Leistung kann springen kann. Und wenn das ist auch ein bisschen eine Erfahrungssache, mit einer gewissen Erfahrung, ist dann wichtig, dass du auch die anderen Vorschaffen beeinflussen, oder? Mhm. Eben manchmal einer, der vielleicht ein Junge, der vielleicht zwei Aktionen hat, die schlecht sind am Anfang des Spiels, sagst, komm weiter und so, du kannst das ja jetzt in zwei Problem weitermachen. Aber dann vielleicht auch mal auf die andere Seite, wenn du merkst, hey, der ist einfach nonchalant und hat das Gefühl, er könnte ein bisschen rumschütteln und so, dass es dann auch vielleicht mal ein bisschen schnittig ist, oder? Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass das auch Spieler hat im Team, die eben so auch die anderen anstacheln, oder? Mhm. Weil es geht ja darum, im Mannschaftssport eigentlich ja besser zu sein als die Summe der einzelnen Spieler. Ja. Das Team ist ja das. Ja. Und ein gutes Team ist eben besser als die Summe der einzelnen Spieler. Und ich glaube, das ist das, was extrem wichtig ist. Und die Spieler braucht es in jedem Team, wo auch die anderen, also weißt du, die Energie ins Team reingeben, oder? Ja. Wo nicht nur für sich sind. Du brauchst auch die. Es hat auch gewisse, die sind, die können das halt vielleicht auch nicht. Das ist nicht ihr Charakter, weißt du, die sind einfach für sich, die machen ihr Ding, machen ihren Job tipptopp, aber tun nicht die anderen beeinflussen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch, und auch in der Wirtschaft, dass man so Team zusammenstellt mit verschiedenen Charakteren, oder? Mhm. Nicht zu viel mit Ähnlichen, sondern ganz viel verschiedene, also die Diversität drin hat. Ja, und ich glaube, was dann auch entscheidend ist, wenn man, also weißt du, wenn du zwei Minuten vor Abpfiff jemanden so zusammenschießt, dass man das dann nicht persönlich nimmt, weil der Sport in dem Moment ja dann trotzdem noch etwas Eigenes ist. Und da sehe ich zum Teil aber auch ein bisschen Schwierigkeiten heutzutage. Ja, das ist so, ja. Weil der Umgang, das klingt so blöd, der Umgang sollte respektvoller werden, der Konsens. Ja. Ich habe das Gefühl, für gewisse Sachen, weißt du, zum Beispiel Spitzenköche, Wenn du mal in einer Küche gestanden bist, das mit 15 ist nicht mit respektvoll. Nein! Und das ist dann aber blöd gesagt auch der Grund,
warum denn der Teller so schnell so geil bei dir auf dem Tisch ist. Oder? Weil das eben... Wir sind heißt, hey, könntest du genau. Bitte echt noch ein Petersilienblättli drauf tun? Sondern das einfach Petersilie jetzt da. Ja. Oder? Und ich habe das Gefühl, im Sport muss das genau das Gleiche sein, weil logischerweise, vor allem jetzt dann also zeitversetzt, wenn du dann eben so eine Jordan-Doku schaust, die meisten Geschichten irgendwie schon ein bisschen mitkriegt, ja, er hat mal die eine in die Fresse gehauen, ja. Weil der Scheiße gespielt hat. Ja. Also im Training sogar, ja, irgendwie, genau. Irgendwas nicht gepasst hat. Und das hat ihm dann auch leid, da. Und er selber sagt ja dann sogar, ja, habe ich nicht so geil gefunden, aber ich habe es verstanden, oder? Dass der mir dort einen Fust gegeben hat. Und nie im Leben würde ich sagen, hey, du musst unbedingt mal jemandem einen Fust geben, aber umgekehrt solltest du es auch nicht irgendwie dann nachtragen, ja. Oder aus dem Kontext reissen, sondern wie oft habe ich schon gesehen, wie irgendwie auch sonst auf einem Sportplatz wird sich mal schnell angeschrauen. Aber es ist dann irgendwie auch wieder gut, weißt? Ja, das ist immer, also ich bin ganz bei dir, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit gewesen und bis auch heute noch nicht, ich finde einfach immer nachher, wie man damit umgeht, oder? Ja. Also ob man nachher wieder sagt, okay, jetzt haben wir die Emotionen aufgekocht und jetzt kochen sie wieder ab. Mhm. Und auch, wie man mit Niederlagen umgehen kann. Mhm. Weißt du, das habe ich schon halt auch erlebt im Fußball, dass es halt auch Gegner gibt, die nicht mit der Niederlage umgehen können. Ja. Im Sinne, dass sie nachher anfangen, dreckige Fouls machen, also gar körperverletzende, ja. Fouls anfangen machen, weil sie einfach hinten drin sind und so. Ja. Ja, gut, das ist die Gegner, das ist ja nochmal etwas anderes. Ja, aber weißt du, ja. Ich sage immer, du kannst. Während das Spiel läuft oder, mhm. oder der Wettkampf ist, musst du alles probieren, innerhalb von der Regeln, dass du selber zum Erfolg kommst. Yeah. Das ist super wichtig. Mhm. Und auch eben, dass du vielleicht auch mal mit einem Mannschaftskollegen halt eine Kommunikation führst, die jetzt nicht politisch korrekt ist. Yeah. Oder? Yeah. Aber wenn es auch abpfiffen ist, dann musst du dich sofort beruhigen. Dann musst du sofort loslassen. Das können nicht alle. Mhm. Und das ist manchmal recht mühsam. Ja, es ist sicher so, dass das ein grosses Thema ist mit der Kommunikation. Wir leben, denke ich, auch in einer Gesellschaft, wo oft vieles auch extrem aufgepauscht wird. Oder? Mhm. Also, ich mache ein Beispiel. Es ist mal im Rahmen von einem Fußballspiel etwas gehört, wo es aus dem Offen rassistische Beleidigung gegeben hat gegenüber einem Spieler. Yeah. Oder? Und dann bin ich auf dem Sender als Experte gefragt worden, wie ich das finde. Mhm. Oder? Und da habe ich gesagt, natürlich finde ich es nicht gut. Yeah. Ich habe das aber nachgeschaut, aber ich habe gesagt, ich könnte es noch eher verstehen, wenn es vielleicht in einem Spieler passiert wäre, yeah. Der voller Emotionen ist, als dass jemand passiert ist, der mit Puls, weiß auch nicht, 60 mhm. oder 80 nebenan sitzt und einfach das Spiel zuschaut. Ich könnte es noch eher verstehen. Mhm. Jetzt Leute, die geschrieben haben, ich würde Rassismus nicht ernst nehmen und das entschuldigen. Also, weißt du, yeah. So, und dann mit dem habe ich grausam mich, oder? Weil man dann also, verstanden, yeah. Oder aus dem Kontext mhm. raus, ich meine, ich habe ja gar nichts gesagt. Yeah. Das an, oder, ja, das ja, ja. Ist ja nicht, bin ja nicht ich, der das gesagt hat. Oder? Ja. Ich musste das kommentieren. Ja. Und hat zuerst gesagt, ich finde es nicht gut, es ist unentschuldbar. Mhm. Und hat dann noch ein Aber hinter drin. Mhm. Weißt du, um so vielleicht noch Perspektiven hineingehen, dass wenn man auch als Spitzensportler, ja, wenn das Adrenalin hoch ist und der Puls hoch ist, yeah. Und so, dass man dann halt manchmal anders reagiert, als wenn man irgendwie daheim auf dem Sofa liegt und dort entspannt ist. Also wir Menschen haben verschiedene Facetten. Ich kann yeah. Nur das halt zum Ausdruck mhm. bringen. Mhm. Und dann werde ich angefeindet und dann heisst, ja, dann nimmt das nicht ernst. Dann muss ich sagen, hä? Mhm. Also, und das ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob du vorher das angesprochen hast, auch mit dem respektvollen Umgang. Doch, finde ich auch sehr spannend als Expert, in dem Fall Fußballexpert. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil merke ich ja selber, wenn ich das schaue, ich habe das Gefühl, es gibt so die einen, das sind so ein bisschen, Floskelschleuderer, wo einfach so, ja, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, natürlich, ja, hinten gut gestanden, darum am Schluss. Wenn sie vorne nicht machst, dann gewünscht. Genau, ja, weißt du, so ein bisschen. Und da wird ja eben oft gesagt, das braucht jemand mit einer Meinung, da muss doch irgendjemand auch etwas anderes mal reinbringen, so, oder? Und wenn das dann aber gemacht wird, ist es auch wieder nicht recht, so. Ja, dann wird es ausgelacht, das ist ja das. Yeah. Es gibt viele, übrigens auch Sportjournalisten, die monieren, dass alle Sportler nur noch so geschliffene Interviews würden. Genau. Aber die Folge davon ist, wenn es mal einer nicht macht, dann sind genau die
Journalisten das ausschlachten, gewisse, also nicht alle, gewisse, und dann muss ich vielleicht dann noch den Club irgendwie in der Pressemitteilung rauslassen und sagen, ja, wir entschuldigen uns, oder keine Ahnung, oder? Mhm. Und, also so, es ist, ich sage dann immer Empörungsjournalismus, oder? Mhm. Und das ist schon, ja, und das ist ein bisschen Zeiterscheinung, oder? Also so die Correctness überall, oder? Yeah. Oder weißt du, jetzt auch Spieler, die eine Schwalbe macht, mhm, und versucht, den Penalty rauszuholen, mhm, dann wird dem vorgeworfen, dass er ein moralisch schlechter Mensch ist. Ja, natürlich ist das beschissen. Yeah. Und ist das auch nicht gut. Mhm. Aber es ist ein Teil von dem Spiel, dass ein Penalty eine gute Chance ist, zum Goal zu machen. Ja, yeah, also willst du eigentlich wieder gewinnen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ja, yeah, und ich wollte mit dem, eben, und jetzt, liebe Hörer, ich wollte mit dem nicht sagen, dass es gut ist, wenn man tut, yeah, Schwalbe probieren im Fußball, einfach, dass ich es nochmal gesagt habe. Yeah. Aber es ist ein Teil von dem Spiel. Ist das nicht einmal, das ist doch auch so etwas gesehen. Ich glaube, der Thierry Henry hat mal irgendwie in der letzten Minute Hans gegen Irland und darum ist mit der Hand das Goal gemacht. Genau. Und nachher, also den Ball angenommen und nachher das Goal gemacht. Genau. Und nachher ist ihm vorgeworfen worden, er hat die Miese im Schiri sagen, ich habe im Fall den Ball mit der Hand berührt. Das ist also einer gesehen. Gegenüber, und wegen dem war dann Frankreich nicht an die WM oder EM genau gegangen. Und so sagst du, ja, Moral hier oder ich glaube, wenn der Schiri es nicht abpfifft, ich nehme es in dem Moment, oder? Jetzt geht sogar, man kann es sogar noch weiter spinnen. Im Strafrecht musst du teilweise dich selber nicht belasten. Ja, genau. Oder? Ja. Aber dort wird erwartet, dass er sich selber belastet. Ja. Wenn er sich auf den Standpunkt stellt, wenn es die Schiri sieht, dann pfeift es. Wenn er es nicht sieht, pfeift es nicht. Dann tut man, mhm, ihm noch unterstellen, das sei total ungerecht. Ja. Oder? Aber im Strafrecht musst du dich nicht selber belasten. Also, weißt du, so. Genau. Sogar wenn du über etwas anderes etwas könntest aussagen, wenn es dich selber belastet, musst du es nicht machen. Genau. Oder? Aber im Sport ist das einfach alles. Und danach ist er auch angefeindet worden, weil er nicht zum Schiri gegangen ist, genau, und gesagt hat, dass sie kennen gesehen. Aber das ist dann manchmal schon, mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Und darum finde ich es auch gut, dass es den VAR gibt. Den Videoschiedsrichter. Der hat das nämlich dann aufgedeckt. Und dann kommt der Spieler nicht ins, mhm, Problem, dass er irgendwie moralisch in Zwickmühle ist und irgendetwas muss zugeben, sondern dann erkennt das jemand und sagt dann, du hast Hans gesehen, das Goal wird zurückgenommen. Der Videoschiedsrichter, es hat ja, meiner Meinung nach, ist sehr klar ausgelegt worden, jetzt wo wir den Videoschiedsrichter haben, wird alles besser und es gibt keine Fehlentscheidungen mehr. Nein, das stimmt nicht. Aber, jetzt ist aber ganz geil, was ich schon gemerkt habe, der Videoschiedsrichter meldet sich zum Teil einfach nicht. Das ist auch noch unklar, leider. Ja, finde ich noch spannend. Das heißt zum Beispiel auch bei dem Hans-Goal hat es einfach können sein, dass der Videoschiedsrichter sich nicht meldet. Die nächste Stufe von der Transparenz wäre, wenn man Kommunikation wird hören vom Schiedsrichter mhm, was man in gewissen Sportarten hört, wie zum Beispiel im Rugby. Ja, oder Basketball, auch American Football. Ja gut, dort hört man nur, dort reden sie zuerst zusammen im American Football und nachher gibt es eine offizielle Kommunikation, wo er dann über... Du meinst sogar, was untereinander besprochen wird? Ja, aber es könnte ja sein, jetzt nicht bei diesem Hands-Fall, das ist so klar, dass es nicht ist, aber es könnte ja sein, dass der Videoschiedsrichter sagt, hey, ich habe es gesehen, für mich ist es nichts. Mhm. Das kriegst du nicht mit als Zuschauer. Macht schon mehr aus als einfach... Genau, weil als Zuschauer könntest du denken, der hat es nicht gesehen oder hat es nicht wollen gesehen. Ja, yeah. Aber wenn du natürlich die Kommunikation hören zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoschiedsrichter, dann wüsstest du ja, dass sie es gesehen haben, aber anders bewertet haben. Und dann kannst du immer noch eine andere Meinung haben. Also ja, sie. Ja, ja, ja. Aber so wüsstest du wenigstens, haben sie es gesehen oder haben sie es einfach nicht gesehen. Ja. Weißt du, das würde auch wieder helfen. Oder so gebe ich dir recht und denkst du, aber jetzt müsste doch der VAR eingreifen, wieso greift er jetzt nicht ein, oder? Ja, weil du nicht weißt, eben, haben sie es einfach anders bewertet oder haben sie es gar nicht gesehen? Das finde ich eh noch spannend. Fußball ist eine von den wenigen Sportarten, wo du grundsätzlich ganz wenig Kommunikation mitkriegst. Also, du kriegst... Ja, jetzt mehr in der Corona-Zeit. Jetzt mit ohne Publikum, das weiß ich noch, wir sind mal FCB-Match schauen, wo es noch der unsägliche wieder geheißen, UI-Cup. Ja, genau. Ja, das waren meine ersten Gehversuche. Genau. So, und dort sind wir ein Match schauen und es sind wirklich... Weißt du noch gegen wen? Oh, wie haben sie geheißen? Engländer, Deutsche, Slowenen.
Ich glaube, es war in Slowenien. Es war daheim. Auf der Schützenmatte? Irgendwie 3.500. Nein, es war sogar im Jockeli. 3.500 Leute. Und es war so geil, weil. Ich weiß nicht, wie sie geheißen haben. Auf jeden Fall hat man den ganzen Match durch, zum ersten Mal für uns, hat man den Zubi gehört. Du hast einfach den ganzen Match hast du gehört, was der Zubi den Leuten zuruft oder zum Teil sogar schreit. Oder? Und sonst kriegst du nicht mit, weil halt großes Stadion und was weiß ich. Aber ich meine sogar noch viel mehr, eben auch Kommunikation zwischen einem Schiri und einem Spieler, wenn er ihm einfach mal schnell eine Verwarnung gibt oder so. Das kriegst du alles nicht. Du siehst es, aber du kriegst nichts mit. Und würde dich das interessieren? Ich finde es wahnsinnig faszinierend. In einer anderen Sportart, zum Beispiel, selbst wenn die Bude voll ist, Kampfsport, MMA, UFC zum Beispiel, da ist natürlich der Schiri ist im Ring oder im Cage oder wie sie es immer nennen, mit den zwei Kämpfern. Und das sagt, da gibt es schon Warnungen, die du noch gar nicht merkst. Sagt er, Achtung mit den Fingern, dass du irgendwie die Finger nicht ausstreckst, weil es vielleicht in die Augen könnte gehen und so. Und wenn es dann mal passiert, dann gibt es eine klare Warnung, wenn er sagt, ich habe es gesehen, ich weiß, du hast es nicht extra gemacht, aber mach ab jetzt wirklich deine Finger weg von dort. Da. So, weil durch das kriegst du dann auch viel mehr Eskalationsstufe mit, oder? Dass auch auf einem Spielfeld, der Schiri wahrscheinlich vorher schon mal sagt, einfach eben so einsteigen, kann ich nicht dulden. Was er auch immer dann sagt, ich weiß eben nicht einmal, was er sagt bei einer Verwarnung, oder? Sagt einfach, noch einmal hast du einen Gali, oder sagt er, hey... Das sagt er. Ja gut, das finde ich im Fußball eh schlecht, dass es nur die zwei Sanktionsmöglichkeiten gibt. Von einer gelben und von einer roten Karte. Weil was ist alles eine gelbe Karte? Eine gelbe Karte kann ein übles Foul sein, wo fast gesundheitsgefährdend ist. Yeah. Also, oder wo vielleicht sogar unabsichtlich einem ein Bänderriss gibt oder so. Yeah. Irgendwas. Es kann aber auch eine halbe Sekunde nach einem Pfiff den Ball wegkicken sein. Das ist die gleiche Sanktion, oder? Also muss ich sagen, es ist eigentlich in keinem. Oder das Liebling abziehen. Yeah. Ja, also das Liebling abziehen, das verstand ich bis jetzt nicht. Oder mittlerweile gibt es ja sogar die Auslegung, wie heisst es? Übertriebener Torjubel. Übertriebener? Finde ich aber gut, ehrlich gesagt, dass das sanktioniert wird. Ja! Also was heisst, aber die Frage ist dort die Definitionsfrage. Ja, ab wann ist es übertrieben, oder? Also weißt du, kannst nicht, ja. Ich meine, Emotionen auslösen, unbedingt. Aber jetzt, du gehst auf dem Fußball, auf dem Feld, das darfst du eigentlich schon nicht. Du darfst eigentlich nicht das Feld verloren. Okay, ja. Yeah. Du musst einfach auf dem Feld laufen, du musst dich am Schiri abmelden. Und aber beim Torjubel ist das eigentlich ausblendet, oder? Mhm. Und früher sind die Fans die Spieler ans Gitter rauf und gejubelt und die Liebling abgezogen. Yeah. Bis sie das Liebling wieder angezogen haben, ist dann irgendwie 1,5 Minuten vergangen. Mhm. Okay, man kann es nachspielen lassen. Richtig. Aber trotzdem, wenn du die Mannschaft bist, die das Goal bekommen hat, findest du es nicht so cool. Mhm. Oder? Weil du möchtest eigentlich weiterspielen, oder? Weil du bist hinten drin und möchtest eigentlich das wieder aufholen. Und manchmal provoziert es auch unnötig. Mhm. Ja, ich finde schon, das finde ich schon eigentlich gut, dass das eingeführt worden ist. Ja, ja. Ich verstand, klar, das verstand ich. Das, bei American Football ist auch gesehen, bei den Touchdowns, wo sie gesagt haben, das wird mittlerweile auch sanktioniert, wenn sie dort irgendwelche. Dance machen, Choreografie, die 2 Minuten gehen. Auf der anderen Seite willst du ja hunderttausende Zuschauer, Millionen Zuschauer irgendwie entertainen. Yeah. Und eben übertriebener Torjubel ist halt einfach wieder so ein Begriff, wenn du zum Beispiel sagen, ein Jubel, wo man nicht das Spielfeld verlässt oder nicht zu Fans, was auch immer, irgendwie etwas anders definieren. Weil jetzt, vor allem während der Corona-Zeit, habe ich gemerkt, bei Bayern zum Beispiel, bei jedem Goal von Bayern, hörst du nur einen, nämlich den Müller, wie immer. Ja! Er macht immer genau so. Ja, das ist Radio Müller. Auch schon fast übertriebener Torjubel, oder? Super Spieler, super Mentalität. Ich finde ein geiles Sicht, ich freue mich auf den. Ich auch. Ich finde das so geil. Aber Gali und rote Karte sind das Einzige eigentlich. Und in anderen Sportarten hast du irgendwie noch Zeit. Aber jetzt, darf ich noch wegen der Kommunikation auf dem Feld, das war super interessant, aber dann, dort war vielleicht auch mal drin, dass vielleicht einmal ein Spieler auch einen anderen beleidigt. Ja. Und dann müsste sich der bei
Puls 180 und vielleicht hat er vorher einen Ellbogen ins Gesicht bekommen und blutet noch ein bisschen. Mhm. Und in dem Moment sagt er dann dem anderen irgendein Schlöttli oder weiss nicht was, oder Beleidigten. Und nachher müsste er sich garantiert wegen dem, dann würden sich alle auf das stürzen, von ihrem Sofa aus, eben mit Puls irgendwie 60. Und würden sagen, ja, das geht doch nicht, das sind Vorbilder. Mhm. Da kann doch nicht so etwas sagen. Yeah. Und das ist schon dann wieder die Kehrseite von dem Ganzen. Mich würde es auch interessieren. Ich verstehe auch das Interesse an dem, an dieser Kommunikation. Mhm. Aber das ist das, wo man dann müsste sagen, weißt du, wenn wir dann als Gesellschaft können sagen, das wird dann einfach gesagt und das ist dann einfach dort so. Ja. Yeah. Und wir tun es auch nicht weiter verbreiten, dass die Kinder auch nicht so mitbekommen. Ja, schwierig. Oder? Schon klar. Schwierig. Absolut. Darum vielleicht wirklich schiere Kommunikation, das wäre spannend. Weil eben beim Basketball kriegst du die auch mit, klar, du kriegst auch mit, was sie dann öffentlich kommunizieren, aber du kriegst auch mit, irgendwie, wo sie, wenn sie eben so ein Video-Dings machen, Review machen, kriegst du wirklich auch mit, was sie untereinander besprechen, oder? Weil irgendeine Kamera dort ist und halt aufnimmt mit einem dicken Mikrofon, was sie besprechen. Das heißt, also ist der Ball jetzt tatsächlich noch drin gesehen zum Moment, wo er ihn mit der Hand nimmt oder nicht? Schau mal hier, der Fuß, da. Also, dann kriegst du wieder so ein bisschen Schritt. Ja, das ist nachvollziehbar, mit, oder? Was sie jetzt, über was sie jetzt diskutieren. Genau. Und weil bei den Bestrafungen bin ich auch fasziniert. Im Basketball hast du zum Beispiel eine gewisse Anzahl Fouls, dann bist du aus. Du könntest aber ausgewechselt, also Du hast ja nicht einen Spieler weniger, sondern auf den Spieler spielst. Der Spieler darf nicht mehr eingesetzt werden. Im Eishockey hast du Zeitstrafe, wo dann für die Anzahl Zeit ein Spieler weniger drin ist. Was haben wir noch? Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Das stimmt, da haben wir noch nie überlegt, dass Fußball ist mehr. Geil, kann alles Mögliche sein, rot, tschüss. Ja, ja und Geil hat ja im Moment von der Geil hat es ja nicht einmal eine direkte Auswirkung. Genau. Oder du kannst gesperrt sein fürs nächste Spiel, weil dir irgendwie die vierte Gale oder irgendwas, oder? Yeah. Oder einfach, ja, kannst Gale rot bekommen, aber dann braucht es nochmal eine Gale, oder? Genau. Aber eigentlich die Gale an sich hat ja gar keine Konsequenz. Das haben wir noch nie so überlegt. Ja, das habe ich immer gesagt. Yeah. Ich habe immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass eben ein Foul, der dran von der Bahn ab dem Feld muss gedreht werden und irgendwie, eben, wie du gesagt hast, eine Zehntelsekunde zu spät, einen Ball ein Stüpfchen geben, weil es dumm ist, aber du hast es gemacht, ist die gleiche Bestrafung, oder? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Ja. Yeah. Was fändest denn du gut? Irgendwie noch etwas zwischendrin. Es müsste irgendwie noch so eine... Oder ich finde, würde auch Zeitstrafe, würde ich, also so, weißt du, so 15 Minuten in Unterzahl spielen, würde ich zum Beispiel auch extrem interessant finden. Und wäre manchmal auch noch gut für gewisse Spieler, weißt du, um sich auch jetzt wieder abkühlen, oder? Ja. Yeah. Du könntest sagen, schau, dir zwei sind jetzt mal eine Kühlbox, hockt mal an, 5 Minuten. Und könnte natürlich auch fürs Spiel spannend werden, weil... Vielleicht hast du jetzt so ein übertriebenes Powerplay wie mein Okay. Nein, das hast du nicht. 10 gegen 11 ist anders als 5 gegen 4. Ja, aber trotzdem hast du natürlich, wenn jetzt jemand 1-2 hinten ist und dann für 5 Minuten in Überzahl kann sein, hast du vielleicht dann auch schnell ein bisschen eine andere Aber eben, da ist der Fußball extrem traditionalistisch, dass man an der Regel wird ja nicht geschraubt und da ist ja so eine International Board irgendwie Football Rules, wo zusammengesetzt ist aus Vertretern aus den britischen Inseln, ich glaube Wales, Schottland, England und so. Das ist nicht einmal die FIFA selber, wo die Regeln, wo der Hüter von diesen Regeln ist. Okay. Und von dem her ist das, ja, das ist das Schwierige, so grundlegend andere Regeln einzubauen im Fußball. Es ist ja spannend, weil der Fußball wird ja so hart pusht, also schon immer, aber in den letzten Jahren ist natürlich nochmal so viel passiert, mit halt einerseits wie überall die Zahlen explodieren, finanziell, TV-Recht dort, auf einmal wird der asiatische Markt spannend, durch das ändern sich zum Teil auch Spielzeiten, also es wird alles halt noch viel mehr auf das Business ausgelegt, irgendwelche neuen Ligen, die sie machen wollen und am Schluss hast du eigentlich weder als Spieler noch als Trainer noch als Fan irgendwann mal überhaupt irgendeine Pause, sondern es sollte eigentlich sein 24 Stunden Fußball überall. Aber das Spiel, bin ich ganz ehrlich, wenn ich andere Sportarten sehe, das Spiel finde ich nur so richtig spannend und attraktiv, wenn ich halt Fan bin von einem Verein, von einer Mannschaft. Und dass man das Spiel eben mit, keine Ahnung, so Regeländerungen würde noch attraktiver machen. Es ist geil im Stadion
und ich bin für die Mannschaft. Ja? Mhm. Du bist, für dich ist es ein großer Teil von deinem Leben. Das heisst, für dich ist es, du wirst aber sicher auch sagen können, der Match ist eher scheiße gewesen. Ja, absolut. Langweilig. Nein, definitiv. Und nein, dass zu viel Fußball also eigentlich auch verfügbar ist zum Schauen, das bin ich ganz bei dir. Yeah. Durch das sind auch viele Spiele bis zu einem gewissen Grad emotionslos. Das finde ich auch so geil, wenn es dann so WM oder so in die entscheidende Phase geht, auch Champions League, weißt du, wo du merkst, der Spieler bedeutet das etwas, dass sie das gewinnen könnten. Und es bedeutet ihnen auch etwas, wenn sie jetzt würden ausscheiden. Aber dann zeigen sie so ihre wahre Persönlichkeit. Kommt so oft so, zeigen sie, müssen sie ihren Charakter zeigen, er wird eigentlich quasi exposed. Oder? Das finde ich es immer extrem spannend. Ich kann auch Fußball schauen, wenn ich niemandem hilf und es interessiert mich, aber das ist einfach wahrscheinlich eine Deformation professionell. Klar. Aber ich weiss, was du meinst, wenn man natürlich hofft auf jemanden oder hofft auch, dass die Mannschaft erfolgreich ist, dann ist es, glaube ich, schon ein anderes Zuschauen. Aber ich glaube auch, dass es in letzter Zeit wenn es Überangebot gibt. Und das tut eben dann trotz allem tut sich die entscheidenden Momente werden einfach, die kann man nicht multiplizieren. Ja. Weil die sind immer am Ende von einem Wettbewerb, sind die entscheidenden Momente. Und wenn der Wettbewerb einfach vorher viel grösser ist, dann ist es einfach vorher viel Masse, die eigentlich ein bisschen uninteressant ist, oder? Ja. Und dann, aber eben die entscheidenden Momente, die kann man nicht multiplizieren. Ja, und vor allem die entscheidenden Momente finde ich spannend, weil für mich ist immer klar gewesen, der entscheidende Moment nimmt es Leute. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich schaue nie Fußball, außer WM. Ja, genau. Und das ist genau wegen dem. Außer EM. Ja. Ja. Und dann ist es aber wirklich, wow, irgendein Halbfinale, wo dann alle Leute draußen hocken und einfach die einen haben sich entschieden, wir sind jetzt für dich, und die anderen haben sich entschieden, wir sind für dich. Und dort passiert untereinander viel. Was ich aber noch nie überlegt habe, ist, klar habe ich gewusst, für Spieler ist das dann auch entscheidend. Oder? Aber ich habe immer gedacht, wenn du dann mal im Match drin bist, dann bist du im Match drin und dann du hast das auch ein bisschen mehr ausblenden, aber dir das wahre Gesicht zeigen, das habe ich eigentlich noch nie überlegt. Das finde ich noch krass. Weil du gibt dann, weißt du, irgendwann gibt es keine Ausreden mehr. Ja. Also weißt du, ist denn der WM-Halbfinale ist dann am 7. Juli dann und dann am 8. zu oben. Da kannst du nicht wiederholen. Es ist einfach dann. Und entweder du bringst dann deine Leistung oder nicht. Ja. Und was sich ein Sportler eigentlich nie vorwerfen lassen, dass er in dem Moment nicht alles probiert hat. Das heisst, eben, du musst eigentlich dein Innere nach außen kehren. Deine wahren Motive kannst du nicht mehr taktieren und ein bisschen Coolness und ich schaue jetzt mal, wie es läuft. Nein. Yeah. Dann nicht mehr. Oder? Und das finde ich eben spannend, weil du siehst dann die. Und dort werden auch Helden geboren. Genau in dem Moment, oder? Oder auch solche, wo du gemeint hast, das ist einer und dann ist es eben doch keiner. Weil er im entscheidenden Moment plötzlich keinen Einfluss mehr hat auf eine Mannschaft. Obwohl er ein super Spieler ist. Und du denkst, Scheiße, was war mit dem gewesen, die letzte halbe Stunde? Wo war eigentlich der gewesen? Ah, der war auf dem Feld gewesen, aber wir haben nicht wahrgenommen. Und dort tut man dann wirklich, der Goalie tut man dann schon immer am meisten leid. Ja, der ist halt immer von Hero zu Zero, oder? Oder umgekehrt. Und dort frage ich mich zum Beispiel, ist das dann gleich eben ein psychologischer Aspekt, wenn der Oli Kahn im eben entscheidenden Match einen einfachen nicht hebt, ist dann ein psychologischer Zusammenfall gesehen, oder ist es wirklich einfach so dumm gelaufen und so weiter und so fort? Oder der Robin hat mal erzählt, dass er immer noch Albträume hat von dem Verschossenen, von er allein. Der wird sein ganzes Leben an der WM-Finale denken, mit dem 10, wo er zweimal allein auf den Gassiers läuft. Nein, logisch, das ist etwas. Ich habe zum Glück in meiner Karriere wenig so Moment. Ja. Aber ich habe auch ein, zwei und das kommt mir immer ab und zu, kommt das einfach wieder in den Sinn. Und du denkst, Scheiße, wieso habe ich dort die falsche Entscheidung getroffen? Weißt du, das habe ich ja schon mit so, also einerseits mit dem normalen Leben. Zum Teil so denke, dort habe ich das natürlich nicht. Sicher. Weißt du, so ganz dummes Zeugs, wo ich mir so, shit, wieso habe ich dieser Person dort irgendwie so und so Tschüss gesagt? Das kommt dann zum Teil irgendwie, wenn ich am Duschen bin. Und dann mache ich so, ah. aber, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe es natürlich auch bei beruflichen Sachen, weißt du, wo ich so, fuck, dort ist das und das gesehen. Was ist denn bei dir? Ist das denn wirklich so? Kommt das immer wieder? Nein, nicht immer. Also, immer wenig. Aber zum Beispiel, wir sind mal mit Eintracht Frankfurt im Pokalfinale gesehen.
in Berlin gegen Bayern München. Mhm. Wir klaren Aussenseiter, das ist eine recht ersatzgeschwächte Mannschaft. Bayern war aber auch nicht mega im Strumpf, aber eben Oli Kahn im Goal, Michael Ballack und so, mhm. Roque Santa Cruz, ich weiß nicht, wer da alles sonst noch umgeturnt ist. Ist dort noch der Elber dabei gewesen? Nein. Und nein, dort ist noch Dings gewesen. Der Lucio, der ist halt auch noch gespielt, das weiß ich noch. Und wie hat er geheißen? Hargraves, glaube ich auch noch. Auch im Sturm. Pizarro. Nicht möglich. Yeah. Also, ja, kann sein. Und ich habe in der ersten Hälfte habe ich so zweimal eine Chance von ein bisschen seitlich, wo ich nachher reinspielen will und glaube, einmal müsste ich selber schießen. Mhm. Und vielleicht, wenn wir dort einzeln in Führung gegangen wären, hätte es vielleicht etwas gegeben. Oder? Wir haben dann nachher einzeln verloren, aber es war relativ ausgeglichen gewesen. Aber ja, und das schießt mich einfach an, weil ich denke, das war eine mega Chance gewesen, oder? Und Frankfurt hat dort, das war 2006 gewesen, und das letzte Mal haben sie 1980 etwas gewonnen. Also da hatten sie uns wahrscheinlich mit Sanften im Zeug umgedreht oder keine Ahnung. Und das schießt die einfach an, weil ich einmal in meinem Leben die Chance gehabt, in einem DFB-Pokalfinale zu stehen und habe verloren. Mhm. Scheiße, schießt mich an. Oder? Aber mein Leben ist okay, also ich muss keine Sorgen machen. Aber weißt du, was ich meine? Das ist einfach. Das kannst du nicht wiederholen, oder? Und jetzt beim Robben im WM-Finale 2006 ist das noch viel grösser, weil ins WM-Finale kommst du als Fußballer max zweimal, oder? Mhm. Normalerweise nur einmal, ja. Ja, das ist ja... für mich ist der Zidane wirklich die Legende geworden wegen dem WM-Finale zum Absolut. Beispiel, oder? Zweimal ein Goal gemacht, genau. Also in zwei WM-Finals drei Goal geschossen. Ja. Und eine rote Karte. Was für eine. Ja. Siehst du, dort hat man doch die Kommunikation mitgekriegt. Ja. Man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich der eine Team anderen seine Familie beleidigt hat. Das hat er ja dann gesagt, ja. Eben. Und zwar sehr grafisch. Ich glaube, die Schwestern, oder zumindest die Schwester und die Mutter und alles Mögliche halt. Ja. 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 Ich habe wegen Entscheidungen treffen und so. Ich war großer Beckham-Fan, wie natürlich sehr viele Menschen zu dieser Zeit. Und darum habe ich gefunden, wow, sein Buch, My Life, oder irgendwie so ein toller Titel, das lese ich jetzt. Und es ist das langweiligste Ding, das ich jemals gelesen habe. Weil es ist wirklich oft so gesehen, dort haben wir gegen die gespielt und in der 62. habe ich mit einem Freistoß eine Flanke auf den Kopf von dem machen. Ein anderes Mal ist es nicht so gut gelaufen. Dort habe ich gehofft, dass wir wenigstens mal einen Freistoß kriegen. Also weißt du, ich habe so all das gesehen. Und die Entscheidungen, die sind zum Beispiel dort nie vorgekommen. Also weißt du, und ich respektiere den Typ mega, aber dort, er sagt nie, ja, ich hätte vielleicht dort müssen passen. Vielleicht hätte ich dort müssen schiessen. Ja. Sonst ist halt einfach so. Es gibt vielleicht gewisse, die das nicht so reflektieren wie jetzt ich. Und es gibt vielleicht gewisse, die auch sich das nachher wie nicht mehr, wenn auch noch mal nicht mehr an das denken oder das auch noch mal formulieren, weil es vielleicht für sie dann selber wieder wehtut. Also ich glaube, da geht jeder auch anders um mit dem. Aber ich glaube, in einer Biografie wäre es für den Leser schon noch interessant, wenn eben auch die Zweifel und die Angst und die falschen Entscheidungen, das ist ja da so der Leser, der dich wahrscheinlich dann sehr würde interessieren. Ja. Vor allem, man hört bald auf, schon lange, aber die falschen Entscheidungen, das sind ja, meiner Meinung nach, kenne ich auf der Bühne, wenn ich improvisiere, dann denke ich ja nicht darüber nach, was ich jetzt genau sage. Das ist so ein Modus, wo man sich eben auch ein bisschen... Flow. Genau, wo man sich ein bisschen antrainiert. Genau. Wo auch die erste Regel von der Impro ist, wenn du nachdenkst, bist du zu langsam. Ja, es muss einfach... Genau, es kommt einfach. Ja. So. Und nachher los ist es nach und denkst, wie kommst du auf so etwas und wieso sagst du das dort? Und da könnte man jetzt auch aus dem Kontext nehmen und... Und ich denke, im Sport ist es ja genau das Gleiche, dass Absolut. Wenn du darüber nachdenkst, dann ist die Blitzsekunde schon zu spät, oder? Wenn die Flanke kommt und du überlegst dir jetzt, wie du den Ball musst abnehmen musst, dann ist es spät. Mhm. Du musst einfach durchs Training machst du es einfach. Und hoffentlich machst du es so, dass der Ball reingeht. Mhm. Aber es gibt dir absolut recht. Und das ist auch ein cooles Gefühl übrigens, wenn du in den Flow reinkommst, wo du einfach es funktioniert einfach und das Maschinchen läuft und du machst die richtigen Entscheidungen. Also nicht ganz immer, aber mehr oder weniger. Eben, und darum kannst du ja auch erst nachher sagen, es war eine falsche Entscheidung gewesen, weil
du hast nicht überlegt, schieße ich jetzt oder passe ich, sondern es ist einfach, zack, ich passe jetzt, oder? Weil du siehst auch oft bei Menschen, wenn sie eben irgendwie auf ein Goal zurennen, dass sie dann anfangen zu denken. Ja. Und dann geht er nicht mehr rein. Ja. Ja, nein, das ist definitiv so, ja. Also von dem her muss man sich dann auch ins Hinterhaar vielleicht auch nicht zu fest schämen oder grämen von etwas, was man gemacht hat, weil man eben gar keine Zeit hat, um richtig reflektieren für die Entscheidung. Yeah. Sondern jetzt einfach müssen machen in dieser Situation. Oder? Es ist ja dann auch sehr einfach, in der Wiederholung ganz alles in Zeitlupe zu sehen und zu sagen, schau mal, ja, also dort hätten wir es, also ja nein. Und so. Da hinten, aus dem Augenwinkel, läuft einer nach. Ja. Dort hätte er ihm doch anpassen können, oder was auch immer. Ja. Es war sehr spannend gesehen. Ja, danke vielmals. Abschließend, der heisst ja Feel Good Podcast. Okay, heute haben wir dem Namen nicht so entsprochen. Doch, extrem. Also ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Darum haben wir ja viel über den psychologischen Aspekt geredet und so. Was machst du, vielleicht früher, aber auch jetzt vor allem, was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? Sicher sportliche Betätigung, denke ich jetzt mal bei dir. Aber was machst du sonst? Um dich gut zu fühlen? Laubsägeln. Tue ich gern. Und nein, Spaß bitte. Nein, sicher nicht. Ich weiß doch nicht. Nein. Ist das ein Hobby von dir? Nein, ist nicht. Nein. Das hat der Victor Jogger, der mal so jemanden verarscht, der genau diese Frage gestellt bekommt. Ohne Scheiß. Ja. Ah, ich weiß wer. Ich glaube, Laubsägen, irgendwie so Laubsägen ausschneiden und dann figürlich. Nein, das ist nicht mein Hobby. Ja, yeah, ja, yeah. Okay. Also, zum Ernsten, sportliche Betätigung kann ich meistens meine Laune heben oder tut mir gut. Musik hören, die ich cool finde. Mhm. Was hörst du? Ja, so Alternative, Rock, eher ältere Sachen. Aber manchmal auch, also ich mag zum Beispiel auch Funk sehr gerne, so funky Sachen. Zum Beispiel, also was für Alternative Rock, ältere Sachen? Sag ja, mal, weißt sag du, mal also Band. Pearl Jam, die Sachen, ja, also Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine. Ja, was haben wir noch, was ich auch toll finde? Ja, dann auch so Sachen, die vielleicht nicht, also hier nicht waren, aber wie das los ist, nicht mehr so viel. Also, weißt du, so auch teilweise so ein bisschen Prog-Rock-Sachen, Yes, zum Beispiel, weiß nicht, die kennst. Sehr alt. Gewisse Sachen von Genesis. Und einfach diverses. Aber ich höre auch neues Zeugs und habe immer Freude. Ich finde auch Musik cool. Musik kann mich in einen anderen Gemütszustand versetzen. Hast du Musik genutzt beim Match als zum Beispiel Motivator? Natürlich. Oder, yeah. Wie ist das bei euch? Pantera-Sound. Pantera? Ja. Wirklich? Ja, natürlich. Weil, also in dem Fall haben die Leute für sich selber gelost, weil es gibt jetzt nein, die Mannschaft. Das hätte ich nicht können in eben, es gibt ja die in der Mannschaft quasi, wir hören jetzt alle zusammen, Xavier Naidoo. Genau. Der Garderobe-DJ gibt es immer. Yeah. Das muss aber jemand sein, der eigentlich Charts gut findet. Okay. Weil wenn du dort mit etwas kommst, wo nicht Charts ist, dann kennen sie mal ganz viel. Also das, was ich gelost habe, das hat vielleicht noch der Franco Costanzo kennt und sonst keinen. Ja, und da gibt es ganz wenige, wo den gleichen Musikgeschmack haben. Und eben so allgemeine Sachen, so Chart-Sachen, das ist immer so, der Garderobe DJ spielt meistens so Sachen. Okay. Gut, Musik, was noch? Eben Musik, Sport, mit guten Leuten zusammen sein, also so tolle Gespräche, Geselligkeit. Ja. Mit Menschen, die ich gut mag, auch mich sehr kontrovers auseinandersetzen, so ein bisschen Streitgespräche, das finde ich eigentlich auch cool. Mhm. Ist immer ein bisschen Gefahr, dass es nicht eben in Streit endet, aber also Auseinandersetzungen, weißt du, wo man noch auch ein bisschen ins Reflektieren kommt, das finde ich auch sehr cool. Ja, sehr schön. Vor allem, mir hat es sehr Spass gemacht. Mir auch, danke. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg in allen. Merci, gleichfalls. In allen Bereichen, wo du angehst. Und ich habe es nicht mitgenommen, das heißt, ich nutze es als Ausrede, dass wir uns immer wieder sehen. Ich habe immer noch ein Trikot von dir, wo du mir mal schreiben musst. Stimmt. Und allein für das bin ich schon Ewigkeiten dankbar. Geil, stimmt, ja gut, aber eben, ich meine, das ist ein Grund, um uns wieder zu sehen. Genau. So, mach's gut, alles Liebe, bis du bald. Auch. Peace. Boop. Thank you.
Thank you.